Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Akustik in diesem Raum ist doch etwas Besonderes, wie insgesamt dieser Raum etwas Besonderes hat. Herzlich willkommen zu unserem Innovationskongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und herzlich willkommen und vielen Dank dir, lieber Volker Kauder, dass wir als Wissenschaftspolitiker und Innovationspolitiker diese Veranstaltung hier ausrichten können. Wir begrüßen außerdem herzlich unsere Bundesministerin, liebe Johanna Wanka, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Wir sind froh, dass der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Herr Dr. Derkes, sich Zeit genommen hat, mit uns zu diskutieren und auch mit die Idee zu dieser Veranstaltung hatte. Und wir freuen uns sehr, dass wir von der Georgetown University aus Washington Herrn Professor Charles Wessner bei uns haben. Herzlich willkommen, einen der bekanntesten Innovationsforscher. Wir sind sehr gespannt, welchen Blick Sie aus Amerika auf uns hier in Deutschland haben. Herzlich willkommen. Darüber hinaus ist es uns gelungen, eine ganze Reihe weiterer Experten zu gewinnen, die dann von Albert Rupprecht und Stefan Kaufmann auch noch vorgestellt werden in den beiden Diskussionsforen. Wir sind die Partei von Forschung und von Innovation. Das kann man mit großem Stolz sagen, weil man es auch an Zahlen wunderbar belegen kann. Seit 2005 haben wir den Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung verdoppelt, jetzt auf über 16 Milliarden Euro. Wir haben mit dem Hochschulpakt und der Exzellenzinitiative Planungssicherheit geschaffen. Wir haben gegen die Krise der Finanz- und der Wirtschaftskrise 2008 aninvestiert und deswegen etwas geschafft, was viele nicht geglaubt haben, dass wir stärker und schneller aus dieser Wirtschaftskrise gekommen sind als alle anderen europäischen Länder. Wir wissen, dass man nicht stehen bleiben darf, sondern dass man gerade im Bereich der Innovationspolitik immer wieder fragen muss, immer wieder neue Wege gehen muss und deswegen auch heute diese Veranstaltung. Wir wollen hören und auch lernen, wie es andere machen, wo gibt es noch Veränderungs-, Verbesserungsvarianten und deswegen freuen wir uns, dass so viele Gäste heute hier bei uns die Einladung angenommen haben. Deutschland ist ein Land, was offen für Innovationen ist, vor allen Dingen dann, wenn die Menschen einen unmittelbaren Nutzen haben. Sie sind bereit zur Biotechnologie, wenn es zu neuen Medikamenten führt. Sie schieben den Datenschutz beiseite und sind offen für Innovationen im Bereich der IT, der Digitalisierung, wenn es um Smartphone und Facebook geht. Und sie sind auf der anderen Seite, wenn man sie fragt, doch eher ängstlich und zurückhaltend, wenn man ganz grundsätzlich nach Innovationen und neuen Dingen fragt. Das ist etwas, was man immer wieder sehen muss und was wir als Innovationspolitiker, als Wissenschaftspolitiker auch immer mit beachten müssen. Denn dieses Land in der Tat kann nur so viel mehr an Wohlstand haben, nur so viel teurer sein, wie es besser ist. Wir sind mehr als andere, als jede andere Nation in Europa und der Welt darauf angewiesen, dass Forschung und Entwicklung, dass der Transfer aus der Wissenschaft in die Produkte, in die Dienstleistungen gelingt. Und deswegen haben wir beispielsweise bei der Exzellenzinitiative, die jetzt vor uns steht, die nächste Runde, klar gesagt, ein Kriterium muss sein, dass die Hochschulen, die ausgewählt werden, uns darstellen, wie das Wissen, wie die Ergebnisse aus der Forschung auch am Ende in Produkte und in Kooperation mit der Wirtschaft geht. Das ist etwas, was wir mit Johanna Wanka wunderbar gemeinsam als Strategie entwickelt haben. Insgesamt gilt, wir haben einen breiten Ansatz von den Kindergärten, von den Schulen, über das Haus der kleinen Forscher, über Initiativen für Mathematik, Naturwissenschaft und Technik in den Schulen, über die duale Ausbildung, die unserem Fraktionsvorsitzenden besonders wichtig ist, dieser große Standortvorteil, den wir haben, den zu stärken und jetzt nicht preiszugeben, bis hin eben über die Hochschulen und Forschungsorganisationen. Und es wird in den nächsten Jahren da noch weitergehen und wir werden auch weiter investieren. Heute ist der Tag, um noch einmal Revue passieren zu lassen und neue Dinge zu erfahren.
Wir freuen uns jetzt auf die Rede unseres Fraktionsvorsitzenden. Lieber Volker, du hast das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch recht herzlich in diesem wunderschönen Ambiente, das uns zur Verfügung gestellt wurde vom Präsidenten des Deutschen Bundestages, obwohl hier in diesem Haus parallel in diesen runden Teilen Ausschusssitzungen stattfinden, wo es um wichtige Fragen geht. Man hat ja manchmal in diesen Tagen den Eindruck, außer Flüchtlinge gibt es kein Thema mehr in Deutschland. Aber es gibt Gott sei Dank auch noch andere Themen, die unser Land voranbringen und voranbringen müssen, damit wir die Aufgabe, die uns jetzt gestellt ist, mit den Flüchtlingen auch finanziell schultern können. Deswegen freue ich mich, dass wir heute sehr viel Sachverstand bei uns haben, der uns hilft, bei einem Thema Akzente zu setzen, ohne dass wir kein erfolgreiches Land sein können. Ich danke dir, lieber Michael, sehr herzlich für die Idee und Vorbereitung dieses Kongresses und einen Innovationskongress zu machen, ohne selber eine Innovation einzubringen, ist ja auch nicht ganz einfach. Und da habtet ihr ein paar wunderbare Ideen, die mich sehr überzeugt haben. Vor allem, es ist immer wie im Leben, es gehören zu Ideen Menschen, die Ideen haben und die sie auch umsetzen. Deswegen freue ich mich, dass es euch gelungen ist, nicht nur für das Panel qualifizierte, hochqualifizierte Menschen zu finden, sondern auch jetzt für die Eingangsstatements, da meine ich jetzt nicht mich, sondern die, die ich jetzt gerade nennen werde, nämlich Frau Bundesministerin Wanka und Herrn Deckers. Und dass beide heute da sind, obwohl sie auch wegen Flüchtlinge und anderer Veranstaltungen, es gibt im Konrad-Adenauer-Haus heute noch eine Veranstaltung, 25 Jahre Deutsche Einheit, was im Übrigen auch eine Innovation war, als es losgegangen ist. Mit vielen Überraschungen freue ich mich besonders, dass Herr Deckers da ist, den ich gut kenne und den ich bewundere für die Art und Weise, wie er seinen Konzern führt. Und wer es noch nicht weiß, kann heute im Handelsblatt lesen, wie das funktioniert. Und dass er trotzdem da ist, es ist auch noch ein bisschen erkältet. Und ich habe ihm gesagt, da hätte ich ihm einen guten Rat, nämlich Aspirin plus C aus seinem Haus. Das hilft hundertprozentig bei dieser Erkrankung, das weiß er schon. Und ich weiß auch, dass in seinem Konzern innovativ gearbeitet wird an Themen, über die er noch nicht so offen sprechen kann. Vielleicht macht er es nachher doch, was da geplant ist. Und in einem letzten Gespräch hat Herr Deckers auch darauf hingewiesen, was natürlich immer mit Innovation auch verbunden ist. Die Frage zu klären, hat dies eine hochmoralische Komponente? Und wenn ja, wie gehe ich mit der um? Wir sind als C-Partei eine Partei, die für Innovation, Forschung und Neues ist, weil wir wissen, dass der Mensch darauf angelegt ist, seine Umwelt zu erforschen, Neues zu entdecken. Es ist geradezu bio, dass der Mensch etwas entdecken will. Schauen Sie doch mal die kleinen Kinder an, die sitzen nicht da im Stuhl und gucken, was passiert, sondern die entdecken, die forschen, die lernen jeden Tag Neues und mit großer Freude. Und dies müssen wir auch weiter in unserem Leben haben. Wir sind eine, trotz der Flüchtlinge, eine alternde Gesellschaft, aber auch eine älter werdende Gesellschaft kann eine junge, dynamische Gesellschaft sein, eine Gesellschaft, die in die Zukunft geht, wenn wir Ältere uns die Freude am Neuen erhalten
und diese Freude am Neuen auch den Jungen mitgeben und nicht das machen, was so viele Ältere machen. Ich habe das in Baden-Württemberg voller Entsetzen erlebt, als wir ein Großprojekt, das auch schwer ist, aber doch besser vorangeht als der BER, nämlich der Bahnhof in Stuttgart, angepackt haben, gab es massiv Widerstände. Und da habe ich auch auf einer großen Veranstaltung für diesen Bahnhof und das Projekt geworben. Und da kam nachher ein Mann auf mich zu, der sah etwa so aus darum wie ich und vielleicht noch ein bisschen älter, und der hat zu mir gesagt: Ich wähle nie mehr CDU und Sie schon gar nicht. Dann habe ich gesagt: Was haben Sie denn angestellt? Sie werben für diesen Bahnhof. Ich brauche keinen neuen Bahnhof. Mir tut's das, was ich habe. Dann habe ich gesagt: Genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber ich sage Ihnen eins: Wenn es Ihrem Großvater und Ihrem Vater getan hätte, so wie Sie sagen, mir tut es, dann täte es Ihnen heute nicht so gut, wie es Ihnen jetzt tut, mein lieber Mann. Das ist nämlich das Thema. Ohne Innovation kein Fortschritt, ohne Innovation kein Wachstum und keine wirtschaftliche Entwicklung. Und deswegen muss man allen Innovationsfeinden sagen, uns tut es eben nicht, was wir haben, sondern wir wollen weiterkommen und wollen in den Bereichen, wo es möglich ist, an der Spitze stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dafür dürfen wir nicht nachlassen. Natürlich müssen wir uns gerade bei der Gentechnik, gerade bei Medizin und anderen Fragen mit den moralischen Herausforderungen beschäftigen. Aber wir müssen auch sehen, dass wir Ängste und Sorgen überwinden. Dazu muss die Wissenschaft einen Beitrag leisten, indem sie uns erklärt, was geschieht, indem sie uns auch offen sagt, was geschieht, und dass sie uns offen auch sagt, wo Risiken sind. Natürlich ist es eine Innovation, wenn ich einen Chip erfinde, der erkennt, wann er auf dem Prüfstand ist und wann er in voller Fahrt ist. Aber das ist keine Innovation, die uns weiterbringt, weil wir wollen nicht verdeckte Informationen oder keine, sondern wir wollen, dass mit offenen Karten gespielt wird. Zur Innovationsfreude eines Landes gehört auch Vertrauen. Ohne Vertrauen ist nichts zu machen. Denn ich kann viele innovativen Produkte überhaupt nicht abschätzen, was da dahinter steht. Ich sehe nachher das Ergebnis. Und deswegen muss man einander vertrauen, was da geschieht. Und das, was in diesen Tagen in der Automobilindustrie passiert ist, ist ein schwerer Vertrauensverlust. Und das könnte für uns wirtschaftlich durchaus Probleme haben. Und deswegen gehört auf diesen Kongress auch die Tatsache: Wer etwas Neues entdeckt, muss es uns sagen, was er damit vorhat, ganz offen darüber sprechen. Und dann können wir, die wir innovationsfreudig sind, auch dafür werben. Und das wollen wir. Ich will, dass das Land vorangeht und dass wir Neues entdecken und erfinden. Und da müssen wir die Menschen mitnehmen. Und wenn es dann Leute gibt, die sagen, jetzt ist ein neues Produkt auf dem Markt, das kaufe ich mir nicht, denn demnächst kommt wieder ein neues Produkt. Auf das warte ich. Da kann ich nur sagen, wer sich so verhält, der kriegt nie ein neues Produkt. Der ist nämlich dann tot, bis das allerletzte neue Produkt auf den Markt gekommen ist. Sondern wir müssen auch die Freude und Begeisterung an dem neuen Produkt wecken und sagen, ja, wir nutzen es, und da müssen wir alle mit Vorbild vorangehen. Dass wir dieses alles tun können, verdanken wir einer starken Wirtschaft, großen wie Ihnen, aber auch vielen kleinen Start-ups, innovative kleine Firmen, die Neues entdecken und denen wir helfen müssen, dass sie über diese Entdeckungsphase dann auch in Produktion hineinkommen. Aber dass diese oftmals jungen Leute mit ihrer neuen Idee überhaupt so weit haben kommen können, bedurfte es schon einer Grundvoraussetzung, nämlich Bildung. Und da bin ich dankbar, dass wir mit Frau Wanka jemanden haben, der ebenfalls so denkt und sagt, wir müssen
Bildung auch als ein Innovationsprodukt verstehen, die Bildung selbst, und so weitergeben. Und eines, glaube ich, müssen wir auch sagen. Am Anfang der Innovation steht nicht die Hochschule und steht nicht die wirtschaftliche Einrichtung, die Firma. Am Anfang der Innovation, das geht schon los in der Kita und dann in der Schule. Und da würde ich mir wünschen, dass wir alle besser über die reden, die im Bildungssystem oft unter schweren Bedingungen arbeiten müssen. Ich habe meinen Lehrern viel abverlangt, weil ich in Herausforderungen an die Lehrer durchaus kreativ und innovativ war. Ich habe nicht die billigen Tricks gemacht, sondern da ist richtig was los gewesen. Aber dann muss ich auch sagen, voller Respekt, ohne das, was wir in der Schule gelernt haben, würden wir alle nicht dastehen, wo wir heute stehen. Und deswegen, am Anfang der Innovation steht Bildung. Und all denen, die dort arbeiten, sage ich einen herzlichen Dank. Und jetzt freue ich mich auf das Innovative, das uns jetzt aufhorchen lässt. Und zwar darf ich jetzt gleich Frau Wanka hier an dieses Pult bitten und zu ihrem Beitrag bitten. In meiner Vorbereitung für den heutigen Tag, Frau Wanka, haben meine Mitarbeiter den Satz hineingeschrieben: Frau Wanka, Sie sind sicher froh und zufrieden über Ihren großen Haushalt. Dann habe ich gesagt, liebe Leute, wenn ich das sage, kriege ich hundertprozentig sofort Widerspruch von der Frau Wanka. Denn sie ist der Meinung, ihr Haushalt könne gar nicht groß genug sein. Die Auffassung teile ich auch und trotzdem gibt es Begrenzungen. Frau Wanka, Sie haben das Wort. Ja, lieber Herr Kauder, lieber Fraktionsvorsitzender, das, was Sie eben gesagt haben, merken, umsetzen und dann werden wir gucken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, so viele auch bekannte Gesichter hier zu sehen. Ich begrüße natürlich insbesondere Herrn Kretschmer, der das Ganze initiiert hat von Seiten der Fraktion. Ich freue mich, wieder mal mit Herrn Deckers gemeinsam zu diskutieren oder heute hier nacheinander zu reden. Ich sehe eine ganze Reihe, klar, bei einer Veranstaltung der Fraktion von Abgeordneten, aber auch viele aus dem Wissenschaftssystem Deutschlands. Wenn es um das Thema Innovation, Leistungskraft geht, dann können wir eigentlich im Moment relativ zufrieden sein, wenn man, und das tut man ja, in internationale Vergleiche guckt. Wo steht da Deutschland? Zählt man die Plätze oder schaut, wie viele Patente, wie viele Produkte, Weltmeister da und an anderer Stelle. Das Allerschlimmste, was einem passieren kann, ist Selbstzufriedenheit. Die Welt wandelt sich, es passiert sehr viel und nicht nur an unserem Standort. Und deswegen, glaube ich, ist so ein Termin wie heute sehr wichtig, um sich ein Stück auch zu vergewissern, was funktioniert, was machen wir richtig und wo haben wir auch vor allen Dingen prognostisch in die Zukunft gedacht, Problempunkte, was müssen wir angehen. Und ich würde zum Thema Innovation 4, Innovationskraft Deutschland, was ist das, was die Politik leisten kann? Die Wirtschaft bringt einen anderen Beitrag, hat vielleicht auch zum Teil eine andere Sicht, aber die Politik ist natürlich entscheidend verantwortlich für die Rahmenbedingungen. Ich würde 4 Punkte benennen. Das erste ist, dass wenn es um Innovation, um Wertschöpfung, um neue Produkte geht, man braucht Ideen. Das klingt jetzt absolut simpel. Man braucht Ideen, man braucht Grundlagenforschung, grundsätzliche Resultate. Und wir können froh sein, dass wir in Deutschland, was die Grundlagenforschung anbetrifft, gut aufgestellt sind. Wir haben ein breites Feld. Wir haben gestern gerade den neuen HGF-Chef, Herrn Wiestler, für die Helmholtz-Gemeinschaft eingeführt. Wir haben die Max-Planck-Gesellschaft, wir haben die Leibniz-Gesellschaft, wir haben Fraunhofer, wir haben die ganze große Breite der Universitäten, der Hochschulen und wir haben dort die Freiheit des Wissenschaftlers. Und wenn wir manchmal überlegen, was ist die Stärke Europas, nicht nur Deutschlands, im Vergleich zu Asien und anderen Playern, dann ist demokratische Verhältnisse und Freiheit des Wissenschaftlers ein ganz
ganz, ganz entscheidender Punkt, ein ganz entscheidender Vorteil. Das heißt, wir müssen und haben auch eine breite Forschung, die nicht auf Verwertbarkeit guckt. Da ist es nicht entscheidend, was kann man mit dem Produkt machen, sondern es ist wirklich so, wie sich das der Laie vorstellt, Grundlagenforschung, ohne auf die Verwertbarkeit zu schauen. Und im Vergleich zu anderen Nationen, USA und anderen, sind wir da gut bedacht. Aber wenn in dieser Grundlagenforschung ein Resultat sich ergibt, dann müssen wir noch viel mehr als bisher, als uns das gelungen ist, dafür sorgen, dass das, was da erfunden, erdacht wurde, dann auch wirklich verwertet werden kann und dass, wenn möglich, Verwertung in Deutschland stattfindet. Und das kann man jetzt postulieren, kann man sagen, das sollte man erreichen. Das ist aber gar nicht so einfach zu organisieren. Das ist kein einfacher, geradliniger Prozess. Und ich will mal 2, 3 Beispiele nennen, was wir machen, um einfach zu demonstrieren, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diese Verwertbarkeit zu erreichen. Erstmal ein ganz simples Beispiel, mit unserer Fraktionsvorsitzende sich freut. Zum Beispiel Astrophysik, sehr abstrakt, was wir da in Hawaii und mit den entsprechenden Anlagen machen. Das, was Sie alle zu Hause haben, normales Ceran-Kochfeld, ist ein Abfallprodukt der Astrophysik. Niemand wäre auf die Idee gekommen zu sagen, wir müssen sowas entwickeln. Aber in der Astrophysik, bei den riesen Teleskopspiegeln, ist klar, die müssen große Temperaturdifferenzen, nachts Minusgrade, tagsüber sehr heiß und nur minimale Ausdehnung. Und daraus kann man bis auf Gleitsichtbrille und vieles andere. Das heißt, aus der Grundlagenforschung, aus der sehr abstrakten Grundlagenforschung, sind auch ganz handfeste, simple Dinge für den täglichen Bedarf. Ich nenne mal 3, 4 Beispiele, wie wir versuchen, diesen Transfer, dass also aus dem grundlegenden Resultat eine Innovation entsteht, wie wir das versuchen, durch Strukturen. Ein Beispiel ist der sogenannte Inkubator. Das ist jetzt nicht, Herr Deckers, nicht was Life Science, sondern Inkubator im übertragenen Sinne, wo etwas erhitzt, verwertet und untersucht wird. Wir haben so einen für den Bereich Life Science in Bonn mit Max Planck und wir haben in Niedersachsen seit einiger Zeit, und das war vor der Nobelpreisträgerverleihung, einen Inkubator für das Thema Photonik angerichtet, weil Herr Hell da ist. Und in diesen praktisch Inkubator kommt alles, was in Deutschland irgendwo geforscht im Bereich der Photonik. Und dann wird Geld gegeben vom Bund und von dem Land Niedersachsen. Und es wird weitergeguckt, was kann man daraus machen. Und das ist nicht die Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers. Der freut sich über die Publikation, vielleicht noch über ein Patent. Das ist eine Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass das, was an abstrakten Ergebnissen ist, auch wirklich, und das dauert manchmal Jahre, um zu entscheiden, da ist ein Potenzial drin, aus dem kann man mehr machen als jetzt das grundlegende Ergebnis. Oder ein anderer Punkt, wir haben die Forscher an den Hochschulen, die haben einen Lehrstuhl mit einer bestimmten Denomination und sind sehr frei in dem, was sie forschen. Und nun möchten wir, dass auch dort die Forschungsergebnisse nicht nur in der Bibliothek oder im Netz entsprechend stehen und haben jetzt ein Programm, ein Bundesprogramm, Validierung Plus oder Doppel Plus. Das ist Geld für den einzelnen Professor. Wenn er sagt, ich habe hier eine grobe Idee oder ich habe hier das herausgefunden, dann gibt es Geld von unserem Ministerium, um daraus unter Umständen etwas zu machen, was für den Mittelständler oder andere verwendet und verwertet werden kann. Und wenn man sich anschaut, die Entwicklung, Michael Kretschmer hat es gesagt, in den letzten 10 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, dann muss man sagen, wenn wir Grundlagenforschung haben und die auch weiterhin in ausreichendem Maße haben wollen, dann reicht es nicht, dass wir die Bundesbilanzen sehen und uns sagen, da ist jedes Jahr mehr Geld ausgegeben worden, sondern das funktioniert nur in Deutschland, wenn Länder und Bund gemeinsam den Schwerpunkt auf dieses Thema Wissenschaft und Forschung setzen. Der Bund kann nicht sozusagen einspringen und Länderfinanzierung übernehmen. Wir sind nur stark in Deutschland, wenn sowohl die Bundesländer als auch der Bund den Schwerpunkt darauf setzen. Und das macht sich dann letztendlich auch natürlich in entsprechenden Summen fest. Das war der erste Punkt, Grundlagenforschung und zu gucken, wie man das verwertet kann, um Innovation. Das zweite, das reicht aber nicht. Eine solche Industrienation wie unsere, die kann nicht darauf warten, dass wir grundlegende Ergebnisse haben und dann überlegt wird, was macht man damit, sondern in einer solchen Industrienation muss auch Geld vorhanden sein, wo man sagt, jetzt gibt es richtig Geld für ein spezielles Thema, zum Beispiel Energieforschung.
weil wir die Energiewende bewältigen wollen. Und das realisieren wir beim Bund mit hunderten Millionen durch die Hightech-Strategie. Das Besondere der Hightech-Strategie, und Herr Neugebauer kann es immer schön illustrieren, wie die Koreaner und andere kommen und sich danach erkundigen, wie funktioniert das. Das Besondere bei der Hightech-Strategie ist, es gibt 6 Themenfelder, zum Beispiel Mobilität, zum Beispiel nachhaltiges Wirtschaften, 6 Themenfelder. Die gibt es schon seit Jahren und die bleiben. Das heißt Sicherheit, dass es Bereiche gibt, in denen für Jahre Geld zur Verfügung steht für einen bestimmten Themenbereich. Und ich war gestern auf der Automobilmesse in Frankfurt am Main und konnte sehen, wie am Beispiel durch das, was unser Haus gefördert hat seit Jahren, wir Dinge, die wir heute alle klasse finden, Fahrassistenzsysteme, autonomes Fahren, wie das vom Haus aus befördert wurde. Nicht den letzten Schritt, wie baut das jetzt Audi oder ein anderer ein, sondern die grundlegenden Ergebnisse dazu in der Sensorik, in der Leistungselektronik. Und das ist Aufgabe der Fördermöglichkeiten des Bundes. Und dort ist jetzt gestartet ein Projekt, wo mehrere große Firmen, Bosch ist dabei, Audi ist dabei, mit einen richtigen Millionenbetrag von Seiten des Bundes für die nächsten Jahre versuchen zu erreichen, dass wir, im Auto hat man ja ganz viel Elektronik jetzt und es wird immer mehr und die Elektronik hat eine ganz schnelle Entwicklung, aber dass diese Dinge dann im Auto sind mit hohen Sicherheitsstandards, mit besonderen Anforderungen, das dauert sehr lange. Und deswegen ist das Projekt, wie kann man bei der Entwicklung der Elektronik, bei den Sprüngen, die es da gibt, immer gleich parallel die Verwertbarkeit, insbesondere in der Automobilindustrie, mit beforschen. Und wenn es uns gelingt, dort den Zyklus, den Innovationszyklus zu verkürzen, dann ist das ein enormer wirtschaftlicher Vorteil. Und das kann man jetzt nicht erwarten, dass das einzelne Unternehmen das macht, sondern das ist, wenn es gelingt, dann ein Ergebnis, was für die Wirtschaft, auch für den kleinen und Mittelstand in Deutschland, breit zur Verfügung steht. Und so funktioniert die Hightech-Strategie. Und in der Hightech-Strategie versuchen wir auch ganz neue Formate. Wie können Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten? 2/3 der Forschungsausgaben in Deutschland kommen von der Wirtschaft. Also insbesondere von den Großen, aber nicht nur, und 1/3 aus staatlichen Quellen. Und wir haben zum Beispiel Spitzencluster, wo gesagt wurde, es gibt 40 Millionen vom Bund, wenn garantiert wird, wir wären Weltmarktführer in dem Bereich und auch noch 40 Millionen von Seiten der Wirtschaft. Diese Instrumente haben wunderbar funktioniert. Man kann es jetzt sehen nach einigen Jahren. Mit zum Beispiel im Spitzenclusterbereich haben wir jetzt 900 Innovationen, 300 Patente, 40 Unternehmensgründungen. Also wirklich. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und versuchen zu überzeugen und zu sagen, dass man hat im Wissenschaftsbereich natürlich Konkurrenz, aber dass es jetzt darauf ankommt, bei diesen Clustern, die Spitze sind, sich die Partner zu suchen, die kreativsten Forschungszentren in USA oder woanders und mit Unterstützung des Bundes dort in Kooperation ganz weit oben mitzuspielen. Das sind Instrumente des Bundes. Es gibt eine gute Kooperationskultur. Und wenn man sich fragt, wie gut sind wir dann in diesem Transfer Wissenschaft-Wirtschaft? Wir sind ungefähr so gut nach internationalen Einschätzungen wie die Amerikaner. Ich hoffe, Sie nicken. Wie die Amerikaner. Bei den Chinesen funktioniert es gar nicht. Das heißt, da sind wir nicht schlecht. Aber wenn man sich die Hightech-Strategie anschaut, in den letzten Jahren richtig viel Geld für die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Milliardenbereich, steigernde Summen, aber nicht die Effekte. Die Innovationskraft dort geht nicht, steigt nicht, sondern im Gegenteil. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht gibt es auch heute Anregungen, wir diskutieren dafür, haben jetzt nächste Elemente, wie kann man dort Förderszenarien so verändern, dass sie größere Wirkung haben, dass das Geld also wirklich entsprechend dann Effekte ergibt. Und deswegen ist das Thema Mittelstandsförderung im Kreativbereich für mein Haus ein zentrales Thema. Weil die großen Player, das sieht man auf der Hannover Messe Industrie 4.0, die sind ganz vorn. Und das, was sie dort präsentieren, wird sofort international millionenfach angeklickt, wenn es im Netz steht. Aber klein- und mittelständische Unternehmen, gerade im Bereich der Digitalisierung, haben eine große Skepsis. Fast 70% sagen, das ist nicht unser Thema, das ist für uns nicht so entscheidend. Und deswegen ist ein Thema bei uns zu überzeugen, durch gute Beispiele, durch Projekte, durch Anregungen, wie man es machen kann. Und hier an dieser Stelle brauchen wir besonders die Unterstützung der Wirtschaft. 3. Punkt, Wirtschaft. Ich hatte gesagt, 2/3 der Forschungs- und Entwicklungsausgaben kommen aus der Wirtschaft. Aber wenn man sich mal anguckt, aus welchen Wirtschaftszweigen, dann ist das auf ganz wenige Branchen.
den größten Brocken Automobil, Elektromaschinenbau, IT kommt etwas. Das heißt, wir müssen zwingend dafür sorgen, dass das breiter wird. Und das sehen wir gerade in der gegenwärtigen Situation, dass die Innovationsbasis breiter wird und dass wir auch über das Thema, wo die Amerikaner ganz stark nachdenken, neue Geschäftsmodelle, dass das ein zentraler Punkt ist. Das war vor 3, 5, 7 Jahren nicht so. Das ist es jetzt aber durch Internet, durch Digitalisierung. Und ich habe es schon manchmal gesagt, Obama hat sich einschätzen lassen von Experten, wie sind denn die anderen Länder aufgestellt im Innovationsbereich, im Wirtschaftsbereich. Und da war die Einschätzung für die Bundesrepublik Deutschland, die Deutschen packen es immer noch nicht, Start-ups in Größenordnung auf der grünen Wiese richtig zu befördern. Aber die Deutschen haben das Talent, dass sie in den Bereichen, wie zum Beispiel Automobil oder Elektro, wo sie stark sind, es immer wieder schaffen, sich so zu erneuern, dass sie an der Spitze des Fortschritts, des weltweiten Leistungsfähigkeit stehen. Und deswegen glaube ich, wenn wir darüber reden und manchmal gesagt wird, müssen jetzt alles die kleinen Innovativen machen, wir müssen die Elemente aus USA, die wir nutzen können, auch wirklich nutzen, aber wir müssen auch gucken, dass wir eine andere Kultur haben. Zum Teil in den Unternehmen. Und dass wir sicher nicht einfach mit dem amerikanischen Modell, auch was die Rechtslage und anderes bei uns anbetrifft, so agieren können. Und wenn Bosch jetzt einen ganz kreativen Start-up-Unternehmen aufgekauft hat, wo es um Batterieherstellung geht, dann ist das ein Weg. Oder wenn es andere Firmen gibt, die junge Teams in ihrem Bereich mit mehr Freiheitsgraden dieses erlauben. Also die Elemente, die wir brauchen, und da hat sich viel verändert, auch durch die Digitalisierung. Vierter Punkt. Ach, eigentlich sind es 5. Vierter Punkt, Fachkräfte. Fachkräfte, auch das eine große staatliche Aufgabe. Schule, klar, staatlich, Kita, Hochschule, berufliche Ausbildung, gut kombiniert mit der Wirtschaft. Und dieses Thema Bildung, Fachkräftesicherung, das ist etwas, wo die Wirtschaft auch von uns fordern kann. Und wenn man so schnell immer sagt, berufliche Bildung brauchen wir mehr und weniger akademisch, wenn wir um Innovationen ringen, brauchen wir beides. Wir brauchen den guten Handwerker, den guten Meister, den guten Techniker, aber wir brauchen auch die Ingenieure. Und wenn ich gucke, wer kommt zu uns zum Studium, international? Wir haben Höchststand an Studenten, die international kommen und eine gewisse, also besonders viel im Ingenieurbereich. Auch wenn es nicht mehr Diplom-Ingenieur heißt, der Ingenieurbereich in Deutschland, deutscher Ingenieur, hatte Weltklasse in den 20 Jahren des letzten Jahrhunderts und wir haben immer noch ein ganz großes Image. Und deswegen nicht so vorschnell, sondern wir brauchen die berufliche Bildung, wir müssen dafür werben, wir haben zu wenig, aber wir brauchen auch die akademische Bildung. Und gerade im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Und das als letzte Bemerkung, etwas, was wir brauchen, ist Offenheit. Offenheit der Gesellschaft für neue technologische, technische, überhaupt für neue Entwicklungen, also nicht nur technologisch, für neue Entwicklungen. Und die Deutschen identifizieren sich eigentlich mit der Erfolgsgeschichte, sind alle stolz drauf, können alle Dinge erzählen. Es gab eine große Umfrage, da wurden Namen genannt, Firmennamen, Personennamen, und dann sollten die Deutschen entscheiden, wofür steht Deutschland. Konnten auch Mehrfachnennungen sein, also was ist wichtig, was ist das Bild von Deutschland. Und jetzt raten Sie mal, erster Platz. Automobilbauer aus Niedersachsen. Zweiter Platz Goethe, dritter Platz Kanzlerin. Also ich will nur an dieser Stelle sagen, das ist aber ein Indiz, man ist stolz und trotzdem haben wir jetzt 39% der Bevölkerung, die Angst haben vor der Digitalisierung. Wir haben, Herr Deckers weiß es, im Chemiebereich, manche Bereiche sind weg aus Deutschland. Wir waren leistungsstark, forschungsstark, es gibt keine Akzeptanz. Wir haben heute Diskussionen, Fusionsforschung, Gentechnik oder anderes. Und wenn wir dort an dieser Stelle nicht eine größere Bereitschaft, eine Offenheit und eine Freude an was Neuem erwecken, dann vertreiben wir aus ideologischen Gründen noch die Bereiche, in denen wir stark sind, seit 10, 20, 30 Jahren und auf einmal gibt es da die ideologische Bremse oder wie auch immer genannt. Und deswegen ist der Dialog mit der Gesellschaft und das heißt nicht nur die Bürger, die bei uns in solche Veranstaltungen wie heute kommen, sondern das heißt die Mehrheit der Bevölkerung, also über Instrumente wie Wissenschaftsjahr oder anderes oder eben auch indem wir die Ergebnisse der Forschung, und das ist mein Anspruch an die Wissenschaftler, die bei uns sich Gelder holen für Forschungsprojekte, der Anspruch, und ein guter Professor kann das, wenn er etwas gefunden hat, das auch populär und einfach zu erklären.
Und deswegen haben wir jetzt neue Formate, dass man also auf zwei Seiten sieht, was bringt dann die Pharmaforschung, die hier von diesem Haus bezahlt wurde oder anderes mehr. Und das ist ein Punkt, wo sich deutlich zeigt, es sind für Innovationskraft eines Landes ganz viele Player. Das ist natürlich die Wissenschaft, das ist die Wirtschaft, das ist die Politik mit den Rahmenbedingungen, das ist aber auch die Gesellschaft insgesamt. Und was ich mir wünsche in Deutschland ist, dass wir, klar, selbstkritisch sind, etwas mutiger und auch etwas selbstbewusster. Und ich habe im Zusammenhang mit Industrie 4.0 in letzter Zeit erlebt, dass die Chefs großer Unternehmen in Deutschland, alle Silicon Valley, USA, und unisono wiederkamen, voller Hochachtung, was da passiert, aber alle, und ich will jetzt nicht die Namen nennen, Denner, Veit etc., alle gesagt haben, wir brauchen uns nicht zu verstecken, aber unser Marketing kann wesentlich besser werden. Schönen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Kauder, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich ein wichtiges Zeichen, dass Ihre Fraktion auch in wirtschaftlich guten Zeiten einen großen Kongress zum Thema Innovationsfähigkeit macht. Für die gesamte Fraktion organisiert, nicht nur für die Fachpolitikerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Denn Innovation ist ein Thema, das alle politischen Bereiche betrifft. Natürlich beginnt technologische Innovation in den Universitäten, in Forschungseinrichtungen, in den Labors, eigentlich in der Grundschule, wie wir gehört haben. Aber ein Innovationsgeist, eine Innovationskultur entsteht nicht hinter verschlossenen Türen. Innovation braucht gesellschaftliche Offenheit. Innovation braucht die Lust am Neuen, vom Kleinkind, das mit einem Baukasten spielt, bis hin zu einem Vorstandsvorsitzenden, der sein Unternehmen zum innovativsten seiner Branche machen will. Und Innovationen betreffen schließlich jeden von uns mit ihren Chancen, mit ihren Risiken. Sie brauchen Transparenz, sie brauchen Diskussion, sie brauchen Öffentlichkeit. Und deshalb herzlichen Dank für die Einladungen und ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Innovationen können das Leben jedes einzelnen Menschen besser machen. Ohne sie gibt es keinen gesellschaftlichen Fortschritt. Ohne sie kann die Menschheit die großen Herausforderungen der Zukunft nicht meistern. Wir brauchen ausreichende Ernährung für die Weltbevölkerung. Und das sind bald 9 Milliarden Menschen in 2040. Wir brauchen eine gute medizinische Grundversorgung für alle und eine hohe Lebensqualität im Alter. Wir brauchen sauberes Wasser weltweit und wir brauchen eine gute Energieversorgung. Und das alles sind Aufgaben, die nur mit Innovationen lösbar sind. Und es sind Aufgaben, deren Lösungen auf Innovationen der Chemie- und Pharmabranche angewiesen sind. Und das sage ich nicht nur als Präsident der VCI oder als CEO eines Life Sciences Unternehmens, aber ich sage es auch als Wissenschaftler. Durch die Pharmaforschung steigen Lebenserwartung und Lebensqualität. Und allein von 1990 bis 2013 ist die Lebenserwartung weltweit um mehr als 6 Jahre gestiegen. Denken Sie an Antibiotika, ein heißes Thema in dieser Zeit. Mit dem Einsatz des ersten Antibiotikums in der Praxis begann ein neues Zeitalter der Medizin.
Und es war übrigens ein Forscher von Bayer, Gerhard Dormack, der dafür den Nobelpreis erhielt. Oder denken Sie an Medikamente zur Bekämpfung von Krebs. Mit Hilfe auch von der Biotechnologie züchten wir Pflanzensorten, die auf nährstoff- und wasserarmen Boden wachsen. Und so können Kulturpflanzen, wie zum Beispiel Weizen, trotz Veränderungen durch den Klimawandel noch gute Erträge bringen. Und auch die industrielle Chemie spielt eine Schlüsselrolle. Die Unternehmen forschen an neuen Materialien zur Meerwasserentsalzung. Sie entwickeln Batterien für das Elektroauto der Zukunft. Und für die Energieversorgung arbeiten sie an Hochtemperatur-Supraleitern. Das sind nur einige Beispiele für Innovationen in Chemie und Pharma. Und immer wieder sind es dabei neue Moleküle, die den Fortschritt bringen und Menschen ein besseres Leben ermöglichen. Meine Damen und Herren, Innovationen sind gut für die Gesellschaft, aber sie sind natürlich auch gut für die Unternehmen. Und die meisten Unternehmen wissen, dass sie nur mit Innovationen am Weltmarkt bestehen können. Und schon heute in Deutschland sind 70% der Chemie- und Pharmaunternehmen innovativ forschungstätig. Ein Fünftel des gesamten Umsatzes unserer Branche entsteht mit Produkten, die jünger als 5 Jahre sind. Ohne diese Innovationen würde die Branche bis 2030 auf die Hälfte schrumpfen, mit massiven Konsequenzen für nachgelagerte Industriezweige, zum Beispiel Automobilbau, Elektroindustrie, Maschinenbau oder Bauwirtschaft. Sie alle brauchen unsere Innovationen, um dann auch selbst damit innovativ sein zu können. In 2013 hat die deutsche chemische pharmazeutische Industrie 10,4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Deutschland investiert. In den letzten 5 Jahren stiegen die Ausgaben im Schnitt mit 3,7% pro Jahr. Und mehr als 40.000 Beschäftigte arbeiten in unseren Forschungs- und Entwicklungslaboren in Deutschland. Jedes 7. Chemiepatent weltweit kommt aus Deutschland. 2010 erzielte die chemisch-pharmazeutische Industrie hierzulande mehr Einnahmen aus Patente, Erfindungen und Verfahren als jede andere Industrie. Aber wir ruhen uns darauf nicht aus. Wir haben uns als Industrie hohe Ziele gesetzt. Bis 2030 wollen wir unsere Ausgabe für Forschung und Entwicklung deutlich weiter steigern. Und statt 20% wollen wir dann 30% Umsatzanteil von Innovationen, von neuen Produkten erreichen. Auch für neue Produkte wollen wir die Zeit vom Labor bis zum Markt mit 25% verkürzen. Unsere Ziele sind ambitioniert. Sie zeigen, dass wir an Deutschland als Innovationsstandort glauben. Es ist einer der besten Innovationsstandorte der Welt. Heute. Aber was ist morgen? Sie wissen, andere Länder investieren massiv in Forschung und Entwicklung. Nicht nur die USA, sondern auch China, Indien, Korea. Sie haben sich von reinen Produktions- und Verfahrensstandorten zu Forschungsstandorten entwickelt. In Chemie und Pharma, aber auch in vielen anderen Branchen. Und das bedeutet, unser Wissensvorteil schrumpft. Und einen Zeitvorteil hatten wir eigentlich noch nie. Time to market ist nicht unbedingt die Stärke deutscher Unternehmen. Das können andere meistens schneller. Und die Entwicklungszyklen werden immer kürzer. Wer heute einen Innovationssprung verpasst, spielt morgen im globalen Wettbewerb keine Rolle mehr.
Und wer die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bewahren will, muss daher ihre Innovationskraft stärken. Und wir sollten uns das mal drastisch vor Augen halten. Ohne Innovationen in der deutschen Industrie würden über kurz oder lang Hunderttausende Jobs fehlen. Und zwar sehr gut bezahlte Jobs. So, die Frage ist, was müssen wir tun, um die Innovationskraft zu stärken? Und wir wollten das beim VCI genau wissen und haben dazu eine Studie gemacht. Wir haben unsere Mitglieder des Unternehmens gefragt, was läuft gut und was muss besser werden? Was sind Hemmnisse für Innovationen? In der Praxis, im Alltag, und dazu wurden auch Interviews mit vielen Experten geführt. Und wir haben diese Studie in der vergangenen Woche vorgestellt. Ein zentrales Ergebnis lautet: interne und externe Hemmnisse wiegen fast gleich schwer. Die Unternehmen sind also durchaus selbstkritisch. Sie sehen die Schwachstellen nicht nur bei anderen, sondern sie kennen auch das Eigenpotenzial zu Verbesserungen. Und ich nenne Ihnen gerne einige Ergebnisse unserer Studie. Viele Unternehmen konzentrieren sich noch zu sehr auf kleine Verbesserungen. Man will schon erfolgreiche Produkte optimieren. Aber man sucht nicht genug nach grundlegenden Innovationen, nach disruptiven Neuerungen, die einen ganzen Markt verändern können. Das sagen die Unternehmen selbst. Ja. Viele Unternehmen konzentrieren sich stattdessen auf den schnellen Erfolg. Das liegt natürlich am Wettbewerbsdruck, der immer höher wird. Und es liegt an den Erwartungen der Anteilseigner, der Investoren und Aktionäre. Bei Großunternehmen ist es oft die Komplexität, die Innovationen auch hemmt. Es gibt zu viele Projekte und zu lange Entscheidungswege. Es fehlen Freiräume für Neues, für Querdenken. Das zeigt die Studie. Ich habe lange in den USA gearbeitet und da werden Projekte vorangetrieben, wenn man vielleicht zu 80% überzeugt ist, dass daraus etwas Neues, etwas Innovatives entstehen kann. In deutschen Unternehmen will man das viel genauer wissen, zu 99% mindestens. Viele Unternehmen sagen in der Studie, dass es ihnen an einer Innovationskultur mangelt. Wir brauchen darum einen Kulturwandel. Und daran müssen wir in den Unternehmen arbeiten. Und das ist Chefsache. Denn eine Innovationskultur können sie nicht anordnen. Die müssen sie selbst vorleben. Mit mehr Offenheit, mehr Risikobereitschaft, auch mit der Disziplin, an langfristige Projekte festzuhalten und mehr externe Kooperationen durchzusetzen. Und eine Innovationskultur betrifft das ganze Unternehmen, nicht nur die Forschungsabteilung, sondern auch Marketing und Vertrieb. Innovationen müssen an den Markt gebracht werden, weil ein Patent hat keine Kunden. Sie müssen das Produkt zum Kunden bringen. Und oft braucht ein innovatives Produkt auch ein innovatives Geschäftsmodell. Frau Wanka, Sie haben es auch gesagt. Wenn Sie das erst im Nachhinein entwickeln, ist es meistens schon zu spät. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir als Unternehmen in unserer Industrie wissen selbst, dass es einiges zu tun gibt. Wir werden diese im Verband, im VCI-Verband aufgreifen. Es gibt aber auch unternehmensexterne Hürde für Innovationen. Und bei der Überwindung zählen wir auf Ihre Unterstützung. Die Studie zeigt, dass das größte Problem für Chemie- und Pharmaunternehmen ist und bleibt ein zu viel an Regulierung.
Und es geht dabei nicht um die Regulierung an sich. Regulierung ist klar, es ist notwendig. Neue Produkte müssen sicher sein, aber sie sollten auch schnell zum Kunden oder Patienten kommen. Das Problem ist das Ausmaß der Regulierung. Im internationalen Vergleich wird die Regulierung in Deutschland von unserem Unternehmen als besonders aufwendig bewertet. Bis auf Schweden, Japan und Frankreich schneidet Deutschland gegenüber den anderen Ländern schlechter ab. Auch deutsche Mittelständler klagen darüber. Wegen zu viel Bürokratie verzichten viele auf Kooperationen mit Forschungseinrichtungen. Und aufwendige Zulassungs- und Genehmigungsverfahren zwingen immer mehr Mittelständler, ihre Forschung ins Ausland zu gehen. Ein weiteres Problem ist für unsere Industrie der Fachkräftemangel. Schon heute fehlen hochqualifizierte Mitarbeiter für Innovationsprojekte und das wird sich noch verschärfen. Wir brauchen wirklich mehr Hochschulabsolventen aus den MINT-Fächern. Dann darüber hinaus fehlt vor allem Mittelständler oft Geld für langfristige Projekte. Der Ertrag von Forschung und Entwicklung folgt erst Jahre später, Sie wissen es. Und über die steuerliche Förderung von F&E-Ausgaben wird schon sehr lange diskutiert. Sie wäre, ich sage es nochmal, eine sehr, sehr große Hilfe für alle Unternehmen, die auf Innovationen angewiesen sind. Was unsere Unternehmen sich ebenfalls wünschen, sind mehr Kooperationen mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen, mit Start-ups. Junge Unternehmen im Umfeld der Hochschulen, die neueste Forschung in grundlegende Innovationen umsetzen. Und an solchen Unternehmen fehlt es aber. Das liegt zum einen an der Kultur. Wenn deutsche Professoren mit einer guten Idee auch gutes Geld verdienen wollen, ist das fast schon anrüchig. In den USA, wo bei weitem nicht alles besser ist, ist das anders. Da wollen viele Professoren reich werden, weil in Deutschland es so aussieht, als ob die Reichen Professor werden wollen. Auch bei Studenten denken nur sehr wenige daran, mit ihrem Wissen ein Unternehmen zu gründen. Am Anfang des Studiums denken einige daran, aber am Ende werden sie Angestellte oder Beamte. Und wenn wir hier für einen Kulturwandel sorgen könnten, wäre das ein großer Fortschritt für die Innovationsfähigkeit in Deutschland. Der Mangel an erfolgreichen Start-ups liegt zum anderen aus natürlich am Geld. Es gibt zu wenig Anreize für Investoren, um junge Unternehmen über die erste Gründungsphase hinaus ihr Wachstum zu finanzieren. Und hier muss Deutschland international mehr wettbewerbsfähig werden. Und das ist ein wichtiges Vorhaben der Koalition und ich hoffe, dass es umgesetzt wird. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte es noch einmal deutlich sagen. Wir wollen nicht nur klagen und einseitige Forderungen erheben. Die Wirtschaft nimmt sich selbst auch in die Pflicht. Wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört aber auch Alarmzeichen zu benennen, Alarmzeichen für den Innovationsstandort. Und wenn der globale Wettbewerbsdruck steigt, müssen die Rahmenbedingungen besser werden. Unsere Branche stützt hier auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Und wir wissen, die Hightech-Strategie der Bundesregierung und des BMBFs sehr zu schätzen. Der Koalitionsvertrag beginnt mit Wachstum, Innovation und Wohlstand. Und das sind die richtigen Prioritäten.
Herr Kauder hat es schon angesprochen. Es gibt natürlich viele andere Themen, die Parlament und Regierung zu Recht beschäftigen. Es gibt hier viele Veranstaltungen, die über andere Sachen als Innovation gehen. Themen, die sehr dringlich sind, die Hilfen für Flüchtlinge, die Unterstützung von Griechenland, die Krise in der Ukraine und im Nahen Osten. Aber wir müssen auch morgen hier bei uns Wachstum und Innovation, wir müssen Wohlstand und eine hohe Lebensqualität gewährleisten. Und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, den Innovationsstandort Deutschland noch besser zu machen, mit Sachverstand und klarem Kopf, aber auch mit Herz und Leidenschaft. Denn Innovationen sind nicht nur faszinierend, Innovationen können das Leben eines jeden Menschen viel, viel besser machen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, Frau Ministerin, Sie haben vor einigen Wochen der FAZ ein bemerkenswertes Interview gegeben. Sie haben darauf hingewiesen, dass manche Diskussionen über neue Technologien bei uns faktenbefreit geführt werden. Und Sie sagten, dass in der öffentlichen Debatte in Deutschland, Zitat, das Negative stärker betont wird als in manchen anderen Ländern. Ich kann diesen Eindruck nur bestätigen. Ich habe 25 Jahre in den USA gelebt und gearbeitet und bin seit 6 Jahren jetzt in Deutschland. Ich schätze selbst inzwischen die deutsche Mitbestimmung. Warum Mitbestimmung? Sie können dann nämlich Strategien, langfristige Strategien im Unternehmen einfacher verfolgen, als wenn nur immer die Aktionäre bestimmen. Aber die Offenheit für neue Technologien, für Innovationen ist dort viel größer als hier. So nicht nur die Unternehmen brauchen eine interne Kultur für Innovationen, unsere ganze Gesellschaft braucht eine Innovationskultur. Und in Ihrem Interview haben Sie, Frau Ministerin, die Verantwortung der Politik für die öffentliche Debatte betont. Ich sehe hier die Wirtschaft genauso in der Verantwortung. Wir als Wirtschaft haben eine Bringschuld. Wir müssen die Bedenken der Menschen ernst nehmen. Wir müssen über Risiken reden, offen über Risiken reden. Wir müssen transparent und glaubwürdig für Innovationen werden. Dieser öffentliche Diskurs ist manchmal unbequem, aber er ist unverzichtbar. Eine Innovationskultur braucht, Herr Kauder, Sie haben das Wort genannt, nicht nur Offenheit, aber auch Vertrauen. So, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten für mehr Innovationsfähigkeit, für Wachstum und Wohlstand in diesem Land. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Deckers. Wir kommen dann zum ersten Panel und begrüße ganz herzlich unsere Gesprächspartner hier oben, kompetent besetzt. Der Auftrag von Volker Kauder an diesen Innovationskongress ist nicht nur zu reden oder zu problematisieren, sondern er sagt immer wieder, wir sind als Parlamentarier diejenigen, die entscheiden müssen. Und mein Anliegen an dieses Panel wäre, sicherlich, dass man auch Erfahrungen austauscht, dass wir alle ein Stück schlauer nach Hause gehen, als wir hergekommen sind. Aber uns wird es vor allem darum gehen, auch mit konkreten Punkten nach Hause zu gehen. Ich sehe hier gerade Wolfgang Stefinger, der bei uns in der Unionsfraktion als Berichterstatter für den Bereich Industrie 4.0 zuständig ist. Und wir arbeiten im Augenblick ganz konkret an einem Antrag,
der nicht Prosa sein soll, sondern ganz konkrete Punkte, die gesetzgeberisch, haushalterisch und anderweitig das Thema Industrie 4.0 beschleunigen und ja, stärker ermöglichen. Das wäre mein Ansinnen an dieses Panel heute hier, wenn wir dieses Spezialgebiet Industrie 4.0, Chancen, Möglichkeiten diskutieren, dass wir da konkrete Punkte auch finden. Der Vorschlag ist, dass wir eine Runde hier mit den Gästen machen und dass wir dann aber gleich auch in die Diskussion mit Ihnen einsteigen. Und ich würde beginnen wollen mit jemandem, der konkrete Erfahrungen in der Tat gemacht hat. Herr Huber, Sie sind CEO von im Bereich Digitale Fabrik bei Siemens. Sie haben in Amberg eine Vorzeigefabrik, die auch die Kanzlerin vor kurzem besucht hat. Und aus der Erfahrung heraus, wenn Sie ein oder zwei Punkte benennen würden, wo Sie sagen, das muss Politik machen und das muss Wirtschaft machen, dass wir einen ganzen Schritt weiterkommen. Was wären das für Punkte? Und die zweite Frage an Sie, auch ganz persönlich, jetzt kriegen Sie den Prozess ja seit längerer Zeit mit. Und vielleicht, dass Sie nochmal ein Stück beschreiben, wie sozusagen Ihr Lernprozess vonstatten gegangen ist. Wie Sie an das Thema rangekommen sind und was Sie im Laufe der Monate, der Jahre in der Auseinandersetzung mit dem Thema auch an Lernschritten vollzogen haben. Ja, vielen Dank, Herr Rupprecht. Wie bereits gesagt wurde, ich führe bei Siemens die Division Digital Factory, das heißt digitale Fabrik. Jetzt ist es nichts Neues. Ich führe das Geschäft seit etwa 1996 und das wurde jetzt umbenannt in Digital Factory. Und der Hintergrund ist, dass ich beschäftige in meinem Geschäft etwa 43.000 Mitarbeiter, 8.000 Ingenieure und von diesen 8.000 Ingenieuren machen 90% Software. Das heißt also, im Wesentlichen ist dies, was früher Automatisierung geheißen hat, ist Software. Und Herr Deckers, ich mache diskrete Automatisierung und keine Prozessautomatisierung. Da ist noch für Fachleute ein gewisser Unterschied. Also mein Geschäft ist schon sehr stark digital. Jetzt, wenn Sie fragen, Herr Rupprecht, was ist eigentlich, wenn man jetzt auch im Zusammenhang mit 4.0 sich überfragt, was ist eigentlich notwendig, dann kann ich Ihnen sagen, was notwendig ist, das Existierende anzuwenden. Und Sie werden es nicht glauben, es ist heute sehr vieles möglich, was nicht gemacht würde. Und ich sage Ihnen, es ist ein Unterschied von Größenordnung vom Besten zum Langsamsten zwischen 15 und 20 Jahren. Wenn man jetzt den Mittelwert so einsetzt, ich schätze jetzt mein Unternehmen ein, dass wir irgendwo in der Mitte sind. Warum kann ich das sagen? Wir haben 2005 gesehen, dass alleine die Fertigungsautomatisierung nicht mehr die Fortschritte bringt, die man braucht. Man muss die Produkte so entwickeln, dass sie automatisierbar fertig sind. Das Thema kennen wir schon lange. Wir haben 2007 eine Firma gekauft, eine amerikanische Softwarefirma, die in diesem Thema Product Lifecycle Management Software macht und zu den Marktführern gehört hat. Nach dem Kauf dieser Firma habe ich die wichtigsten Kunden besucht, die diese Produkte einsetzen. Und da habe ich gesehen, bereits 2007 gab es zum Beispiel eine japanische Firma, die hat eine professionelle Digitalkamera entwickelt und völlig ohne Prototyp, nur mit Simulation, digitalen Mockups und sie dann in Fertigung gebracht und war damit etwa doppelt so schnell wie jeder andere Wettbewerber. Das war bereits 2007, jetzt sind wir 10 Jahre später, Sie können sich ausrechnen, wo diese Firma heute ist. Und das meine ich, wenn ich heute schaue, wie die Anwendung dieser Technologien zum Beispiel in Deutschland sind, gerade im Mittelstand, dann muss ich sagen, wir sind weit hinter den besten Firmen her. Da geht es nicht um Forschung, das wird der Herr Neugemauer sagen. Wir brauchen auch neue Dinge dazu, dafür ist die Forschung da. Aber wir müssten erstmal die Dinge einsetzen und für viel größere Verbreitung sorgen, die es bereits heute gibt, um in der Digitalisierung weiterzukommen. Und ich kann Ihnen auch eins sagen, unser schnellst wachsender Markt in Software, in der Automatisierung ist China. Dort wird diese Technologie viel, viel
mit viel, viel größerem Enthusiasmus eingesetzt. Und da gibt es auch sehr große Firmen im Weltmaß tätig, die deutlich weiter automatisiert sind wie vergleichbare Firmen in der westlichen Welt. Natürlich ist der Vorteil, dass es keine Legacy-Systeme, also keine alten Systeme gibt. Es wird alles auf die neue, auf die grüne Wiese gebaut und damit ist es einfacher, es wird das Beste investiert. Aber dort sehe ich die Gefahr herkommen und da müssen wir uns darüber unterhalten, wie kommen wir in der Anwendung der heute bereits bestehenden Technologien schneller in die Schuhe. Und die Forschung wird dafür sorgen, dass wir, wenn wir das eingeführt haben, dass wir auch in der nächsten Generation die besseren Systeme haben. Aber da sehe ich eigentlich das Hauptthema Einsatz dessen, was bereits verfügbar ist. Herzlichen Dank. Da möchte ich aber trotzdem dann gleich nochmal nachfassen. Ich schaue da Wolfgang Stefinger an, der sagt, was schreibe ich jetzt konkret in den Antrag rein? Was kann Politik machen? Anwenden dessen, was technisch möglich ist, ist zunächst einmal, denke ich, ein Appell an die Wirtschaft. Letztendlich kann das nicht Politik machen, sondern das muss Wirtschaft machen. Das kann Politik vielleicht begleiten und ein Stück befördern. Haben Sie eine Idee, wo Sie sagen, was kann Wirtschaft konkret machen, dass das schneller angewandt wird? Und was kann Politik dazu machen? Ist es eine Frage der öffentlichen Diskussion? Ist es eine Frage des, worüber Medien berichten? Ist es eine Frage, wie kriegen wir es hin? Also wir haben, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Ministerin Wanka hat heute bei uns im Ausschuss berichtet, wie sie das Programm, das sie aufgelegt hat, wie im Mittelstand Industrie 4.0 ein Stück stärker Einzug hält, wo es ganz konkret um Punkte geht, wie kalkuliert man solche Kosten auch, damit die Entscheidungsgrundlage bei Mittelständen leichter wird und solche Themen. Haben Sie eine Idee? Ja, ich kann dazu sagen, erstmal Industrie 4.0, glaube ich, ist für mich oder aus unserer Sicht deswegen eine interessante Initiative, weil sie auf ein Problem aufmerksam macht. Und das ist erstmal der wichtigste Punkt zu sehen. Wir müssen was tun. Die Frage ist dann auch immer, was tut man ganz konkret? Aber es muss bei uns deutlicher sichtbar werden, dass wir in der Digitalisierung, in der Anwendung deutlich schneller weiterkommen müssen und den Einsatz betreiben müssen. So, wenn man jetzt darüber diskutiert, was kann die Politik konkret tun, dann bin ich etwas kritisch, wenn Technologie politisiert wird. Also ich komme in der ganzen Welt herum und es gibt durchaus gewisse Sorge, was die deutsche Regierung für ihre Industrie sozusagen als Standard schaffen will und woanders einsetzen möchte. Sie wissen, in Asien, es gibt in den großen Nationen in China, in Korea, überall ähnliche Initiativen, weil die Sorge ist, dass das gerade solche Ökonomien sind stark politisch noch gesteuert, dass wir uns da irgendwas rausnehmen, um die anderen dominieren zu wollen. Also insoweit bin ich nicht für die Politisierung der Technologie. Ich glaube aber, Rahmenbedingungen zu schaffen, ist ein wichtiger Punkt und da möchte ich auf einen hinweisen. Schauen Sie an, was bei den Solarzellen, was da passiert ist, in welcher führenden Position sich Deutschland befunden hat und was da heute übrig ist. Ich denke, da muss man sehr genau sich überlegen, dass uns das woanders nicht passiert. Das ist ein Punkt, das sind politische Rahmenbedingungen. Ein zweiter Punkt ist für mich, es wurde bereits angesprochen, ich glaube von Frau Ministerin Wanka, ist die berufliche Bildung. Natürlich, ich glaube, gerade auf der Forschungsebene ist Deutschland sehr stark. Ich glaube aber, wenn ich mir anschaue, sozusagen Digital Natives zu produzieren, sehr früh anzufangen, die Schulbildung darauf abzusetzen, da ist noch viel zu tun in Deutschland. Also die Berührungsängste, warum diese Dinge nicht eingesetzt werden, haben auch damit zu tun, dass die jungen Leute nicht entsprechend vorbereitet werden. Da sehe ich auch ein großes Arbeitsgebiet, weil der Einsatz der Technologie, dafür braucht man nicht in vielen Fällen einen Naturwissenschaftler oder einen Ingenieur. Viele Dinge, also wenn ein Werkzeugmacher heute statt einen physischen Prototyp baut, muss der Werkzeugmacher verstehen, wie er das mit seinem digitalen Tool macht. Natürlich muss er wissen, wie die Entformung funktioniert. Er muss eine berufliche Hands-on-Erfahrung haben, aber man muss
diesen Menschen eine Chance geben, dass sie mit den digitalen Tools auch umgehen. Und das ist nicht unbedingt eine wissenschaftliche Leistung, das ist eine berufliche Leistung, die dafür gesorgt wird. Also da sage ich, da ist eine Aufgabe zu sagen, wir müssen diese Digital Natives produzieren oder ausbilden, das geht im Kindergarten los. Und wir müssen darauf, an sich muss die Regierung dafür sorgen, oder, dass wir Rahmenbedingungen haben, dass uns die Dinge nicht so verschwinden, wie es uns im Solargeschäft passiert ist. Das sind zwei Themen, die für mich sehr wichtig sind. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Herold. Anwendung war das Schlüsselwort von Herrn Huber. Sie sind jetzt geschäftsführende Gesellschafterin eines mittelständischen Chemieunternehmens, der Delo-Industrie Klebestoffe, weltweit führend aus der Nähe von München. Wie sollte es anders sein? Sage ich hier als Bayer, das war kurz der Werbeblock für Bayern. Wie kriegen wir Industrie 4.0 im Mittelstand? Was sind die Barrieren? Und wirklich auch nochmal die Bitte ganz konkret, wenn Sie sagen, 1, 2 Punkte, die würde ich mir wünschen, bitte setzt die um. Welche sind es? Also Sie nennen Delo auch Mittelständler, was mich freut. Nur so kurzen Informationen, wir haben etwa 480 Mitarbeiter, machen Umsatz knapp 75 Millionen Euro, also wirklicher Mittelstand. Aber wenn Sie die Definition anschauen, was ist wirklich Mittelstand, fallen wir leider schon raus. Heißt, bei ZIM-Projekten sind wir schon weg und für die großen Forschungsprojekte haben wir die Mannschaft nicht, sowas zu ergattern. Ich nenne das immer, wir sind in einer gewissen Sandwich-Position, wir kommen an Forschungsgelder sehr schwer ran. Und ich hatte es vorhin gehört, Herr Kauder hat mit Frau Dr. Wanka getuschelt, steuerliche Forschungsförderung, das ist so mal ein ganz konkreter Punkt, den ich mir als Mittelständler wünschen würde. Da sagte Herr Kauder, ja, wir haben da Angst vor Mitnahmeeffekten. Also sorry, ich sehe das komplett andersrum. Wir machen Umsätze und Gewinne und ich sehe den Mitnahmeeffekt bei unserem Staat. Ihr bedient euch bei uns. Und meine Bitte ist bei steuerlicher Forschungsförderung, lasst uns doch mal ein bisschen Geld bei uns, weil wir haben es ja bewiesen, dass wir es ganz ordentlich einsetzen und damit auch Gewinne machen. Punkt 1. Der Punkt 2 Richtung Digitalisierung war hier genannt. Könnten wir auch viel mehr Einzug in den Mittelstand halten. Ich persönlich bin der Meinung, da ist schon sehr viel digitalisiert. Ich glaube, oftmals versteht der Mittelstand nicht recht, was ist alles darunter gemeint. Und ich wette, wenn wir heute hier jeden Einzelnen fragen würden, was verstehen Sie denn unter Industrie 4.0? Ich fürchte, wir kriegen mindestens 50 Antworten, unterschiedliche. So, da ist mein nächstes Bestreben, wo ich auch für kämpfe, ist, lasst uns doch mal eine wirklich Hands-on-Liste machen, was gehört alles zur Digitalisierung dazu, sodass ich der Mittelstand auch mal ganz gut einschätzen kann. Ich weiß, bei uns, in unserem Unternehmen, wir haben viel Handarbeit dabei, aber auch viel digitalisiert. Also es geht wirklich ineinander über. Der Traum von der voll digitalisierten Fabrik kann man natürlich nur dann realisieren, wenn ich vielleicht Millionen oder Milliarden Stückzahlen herstelle. Das ist im Mittelstand nicht so. Oftmals sind wir die Zulieferanten von der Großindustrie und die nehmen bei uns halt 50 Stück oder 100 Stück oder bei uns halt ein paar Tonnen Klebstoff ab. Das ist gar nicht so viel. Das kann man nicht unbedingt alles digitalisieren, aber dazwischen sind ganz viele digitale Schritte, die vielleicht der ein oder andere gar nicht so erkennt als Digitalisierung, Industrialisierung. 4.0. So, und mein nächster konkreter Wunsch dafür ist, lasst uns mal ganz banal über Abschreibungen reden. Könnte man nicht Digitalisierung, also gerade Software, vielleicht mal in 3 Jahren abschreiben? Das wäre wesentlich realitätsnäher, als es heute ist. Also das wären meine 2 Punkte. Fasse zusammen für uns im politischen Geschäft. Abschreibungsmöglichkeiten, steuerliche Forschungsförderung, das würde heißen, Sie sagen, die Politik braucht nur Rahmenbedingungen machen, den Rest machen wir schon selber. Jetzt springe ich aber nochmal zum Herrn Huber, wo er sagt, Technologie gibt es eigentlich, es ist möglich, die Unternehmen müssen sie endlich anwenden. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, auch wenn wir die beiden Punkte umsetzen, dass wir dann alleine dadurch schon den Schub im Mittelstand kriegen, den wir von Industrie 4.0 uns erhoffen. Doch sehe ich anders. Ich würde gerne jeden Einzelnen von Ihnen am liebsten bei uns in der Firma begrüßen, um einfach mal zu zeigen, welche Schritte kann man auch im kleineren Unternehmen, wie wir eins sind, einfach realisieren. Wie viel wenden wir tatsächlich schon an? Und dafür brauche ich dauernd neue Software. Unser Unternehmen gibt etwa 12% von den gesamten Investitionen, die wir tätigen, geben wir für digitale Systeme aus. Und vielleicht noch by the way, wir geben 15% unseres Umsatzes stecken wir in Forschung und Entwicklung hinein. Also übrigens, wir geben mehr aus für Forschung und Entwicklung als Siemens, also prozentual gesehen.
Und wir schaffen es auch, 30% unseres Umsatzes mit Produkten zu machen, die jünger als 3 Jahre sind. Also, und ich glaube, ich stehe da nicht alleine. Es wird oftmals gerade im Mittelstand nicht so arg drüber geredet. Viele Mittelständler sind einfach damit zugange, ihr eigenes Geschäft zu realisieren. Die haben eben nicht die Zeit, auch in solchen öffentlichen Bühnen aufzutreten. Und das sehe ich jetzt mal so ein bisschen meine Aktion für den Mittelstand, die Stimme auch dafür zu sein. Ich glaube, da passiert viel mehr, als Sie alle denken. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen natürlich, Herr Huber, nehmen Sie nicht persönlich, dass Sie irgendwann nicht nur relativ prozentual mehr ausgeben, sondern dass Sie irgendwann auch den Sprung schaffen, absolut mehr auszugeben, wie Siemens für den Bereich Forschung und Entwicklung. Herr Geisel, Sie sind Gründer und CEO der GK Software AG aus Sachsen. Einer der führenden oder der führende Softwareanbieter für integrierte Lösungen für den Einzelhandel. Jetzt ist der Einzelhandel natürlich ein Bereich, der da oft wie erschrocken vor dem Thema Digitalisierung steht, mit vielen Sorgen. Jetzt haben Sie viel Kontakt zu den Kunden und mit Sorge zu verharren, das ist ja nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, wie entwickeln wir uns weiter? Was würden Sie empfehlen und auch an Sie natürlich nochmal die präzise Frage, wenn Sie 1, 2 Punkte nennen würden, wo Sie sagen, mach doch das, dann kommen wir bei Industrie 4.0 weiter. Was wären es für Punkte? Also zum Ersten sind wir natürlich in dieser ganzen Diskussion ein gewisser Sonderfall. Wir sind die, die die Digitalisierung umsetzen. Wir sind die, die Industrie 4.0 machen. Wir sind mittendrin. Die Softwareindustrie ist mittendrin. Das ist natürlich ein Sonderfall und da muss man fragen, wo stehen wir? Was heißt jetzt hier Industrie 4.0? Sind wir in einem ganz normalen Innovationszyklus? Wir glauben, was jetzt hier gerade passiert, ist etwas ganz anderes, ist eine Revolution. Das glauben wir ganz fest. Und daraus folgt, dass man zu diskutieren hat, wo die Reise hingeht. Die GK ist so eine klassische Geschichte, Start-up mit 2 Leuten begonnen, jetzt sind wir über 700 Leute. Ein Großteil der Handelstransaktionen weltweit läuft über unsere Systeme, Kunden wie Walmart oder Lidl und. Das funktioniert generell nur über Innovation. Wir haben bestimmte Dinge auch in Deutschland eingeführt, Mobile Payment zum Beispiel, dort sind wir sehr eng an Ihrer Frage auch, was ist mit Innovationsbereitschaft der Bevölkerung? Dort geht nämlich Innovation von einem einzelnen Innovator hin zu vielen Millionen Menschen. Durchaus kontrovers, in Deutschland schwierig zu diskutieren. Die TV-Berichte über unser Mobile Payment, da ging es meistens um Sicherheitsfragen und weniger um Innovationsfragen. Also wo geht die Reise hin? Ich glaube, das, was jetzt hier passiert, muss man sehr tiefgreifend analysieren und muss sich der Aufgabe stellen, das zu meistern. Wenn man es so tut, ich habe jetzt ganz neu gelesen, das Papier Impulse für die Digitalisierung vom BMWI, dort steht etwas von sensitiven Eingriffen. Ich glaube, das hier geht viel zu schnell und sensitiv ist das falsche Wort. Hier muss man radikal eingreifen und sehr intensiv eingreifen, damit wir nicht eine mögliche Spitzenposition verlieren. Vorige Woche am 17. ist der globale Innovation Index veröffentlicht worden. Das macht A.T. Kearney zusammen mit einer englischen Universität. Dort ist Deutschland nicht unter den ersten 10. Platz 12 im Moment. Die Gründe kann man ein bisschen nachlesen, worum es da geht. In erster Linie Kapital. Ist Deutschland interessant für Investoren? Wie sind die Rahmenbedingungen? Und das muss man diskutieren. Und wir aus der Softwareindustrie sehen hier natürlich in erster Linie die Start-up-Szene. Und Deutschland ist mit Sicherheit nicht der beste Standort für Start-ups. Als Softwareunternehmer hat man immer einen globalen Blick. Man entscheidet, wir haben eine Menge Mitarbeiter in den USA, man entscheidet also tatsächlich nach Standort, Rahmenbedingungen, wo bestimmte Entwicklungen passieren. Und vielleicht anders als in anderen Industrien braucht man jetzt nicht viele Fachkräfte, sondern man braucht den Innovator, den Erfinder und dann braucht man Entwickler. Und Entwickler, nun gut, die gibt es auf der ganzen Welt, die muss man natürlich organisieren. Die Frage ist, haben wir die Innovationskultur und haben wir die politischen Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass die Startups hier entstehen? Heute, Stand heute, wäre meine Antwort nein.
Da gibt es eine Reihe von steuerlichen Fragen, die und andere Standardbedingungen, die für den Investor im Bereich Software-Startup entscheidend sind. Und dort muss man anfassen, ganz klar. Der nächste Punkt ist, normalerweise hat Deutschland einen Standortvorteil im E-Commerce, im modernen digitalen Business aufgrund der hohen Sicherheitsstandards. Das ist so. Trotzdem haben wir weltweit keine definierten Rahmenbedingungen im Bereich E-Business. Also je nachdem, wo ein Kunde herkommt, wo ein Server steht, wo eine Transaktion getätigt wird, je nachdem, wie das läuft, fallen Steuern an oder ändern sich rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist eigentlich ein Unding, auf der anderen Seite eine Riesenchance für Deutschland. Das heißt, das erste Thema war Startup-Förderung, ganz klar. Das nächste Thema Standort-Rahmenbedingungen bestehend aus steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für das E-Business, also für Serverstandorte. Das sind aus meiner Sicht Dinge, die man sehr schnell umsetzen kann. Die Frage ist, ob man es will. Die Frage ist, will man nur mitschwimmen oder will man tatsächlich eine führende Rolle spielen? Ja, vielen herzlichen Dank. Wir wollen natürlich eine führende Rolle spielen. Herr Professor Neugebauer, Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, größte Forschungsorganisation für angewandte Forschung in Europa. Sie kommen viel mit Unternehmen zusammen. Jetzt haben Sie hier gehört, das Thema Technologie gibt es, Anwendungen. Sie haben gehört, Rahmenbedingungen, die das sind steuerliche F&E, Abschreibebedingungen, da machen die Unternehmen das schon. Sie haben gehört, es braucht Standards, Rechtssicherheit, klare Vorgaben auch mit und es braucht Gründungen. Sind das die Punkte, würden Sie sagen, wenn wir das machen, flutscht die Geschichte? Oder würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, 1, 2, 3 Punkte müssen wir noch ergänzen? Oder sind es vielleicht sogar ganz andere? Also vielen Dank, Herr Ruprecht. Ich würde vielleicht zu dem bisher Gesagten sagen wollen, da ist vieles, was wir ebenso sehen, zum Beispiel die steuerliche Forschungsförderung, ist ein wichtiges Thema, was natürlich den Innovationspush sehr gut vorantreiben könnte. Ich möchte aber vielleicht noch mal 2 Dinge sozusagen in ganzheitlicher Betrachtung auf unser Thema werfen. Das erste Thema Innovation. Es ist richtig, dass es viel noch zu tun gibt bei uns, dass wir disruptive Innovationen, Start-ups fördern. Da tun wir auch viel. Aber ich möchte unbedingt auch dafür plädieren, dass wir beim Beschreiten zu mehr Start-ups, zu mehr disruptiven Innovationen, das, was uns bis heute so stark macht, weshalb wir aus dem Ausland eine tägliche Nachfrage haben, dass wir eben mit evolutionären Innovationen sehr stark sind. Wie viele Unternehmen finden Sie, zum Beispiel USA war heute mehrfach hier im Gespräch, die Mittelständler sind in den Vereinigten Staaten oder auch in anderen Ländern und älter als 50 Jahre. Wie viele Unternehmen haben wir, die Mittelständler sind, die 50, teilweise 100 Jahre alt sind? Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, auch im unternehmerischen und im Innovationshandeln der Unternehmen. Wenn eine Firma 50 Jahre alt ist, wäre die das nie und nimmer, wenn sie nicht innovativ wäre, schon gar nicht im Mittelstand. Also das, was uns bis jetzt stark gemacht hat, sollten wir überhaupt nicht aufgeben. Und zwar nicht einen Millimeter. Nämlich bedacht handeln, klug vorgehen und auf dem Bestehenden Schritt für Schritt durchaus auch sicher den nächsten Schritt in die Zukunft machen. Nur wenn man diese Basis hat, kann man es sich leisten, bei disruptiven Innovationen auch gelegentlich den einen oder anderen sehr risikobehafteten, dadurch aber auch in den Chancen viel höheren Weg zu beschreiten. Aber das kann man nur, wenn man auch die Basis und mit festen Füßen auf einem Fundament steht, dass wenn die Dinge mal schief gehen, man dennoch nicht völlig dann seine Geschäftsbasis verliert. Also da möchte ich nochmal dafür plädieren, dass wir nicht geringschätzen, was wir bis jetzt geschaffen haben und dass wir dort weiterfahren. Und auch das muss weiter gefördert werden, unbedingt, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. So viel vielleicht generell zur Innovation. Und nochmal zu Industrie 4.0. Herr Ruprecht, weil Sie das als Eingangsstatement nochmal brachten.
Komme ich auch nochmal auf Herrn Hubert zurück. Stellen Sie sich ein Gedankenmodell vor. Vertikal die Prozessketten in Branchen, chemische Industrie beispielsweise, oder Automobilindustrie, Maschinenbau. Da war der Ausgangsgedanke für Industrie 4.0. Wenn wir zum Beispiel, nämlich die Automobilindustrie, vom Materialhersteller für die Karosserie über den Komponentenhersteller, den der die Karosse herstellt, bis zum OEM, zum Automobilhersteller, zum Großhändler und zum Kunden, ich die Daten sammle und die Daten auswerte, bekomme ich Riesenpotenziale für flexibleres, kundeneffizienteres Vorgehen, Time to Market zu verkürzen, Kostensenkungspotenziale, Qualitätspotenziale. Das kann ich genauso, wenn ich in die Branche chemische Industrie gehe, von einem Wirkstoff beim Anbau von Pflanzen über die chemische Industrie, die die Ausbeute erzeugt, Pharmaindustrie zur Apotheke, letztlich bis zum Patienten, der sie einnimmt. Wenn ich diese Datenkreise schließe, das war der Grundgedanke von Industrie 4.0. Wo wir jetzt zusätzlich hinzukommen, ist, wenn wir, was passiert, wenn wir horizontal zu diesen senkrechten Optimierungspotenzialen, was der Grundgedanke war. Da erhebt sich natürlich als zweiter Gedanke, was ist denn, wenn wir dann horizontal die Daten quer zu den Branchen nutzen? Wenn die Sensordaten des Automobilherstellers möglicherweise auch für einen Versicherer von Interesse sind, dass diejenigen, die ein gutes Brems- und Lenkungsverhalten haben, eben eine ganz geringe Police haben. Andere vielleicht eine andere. Oder diese Daten zum Beispiel verknüpft werden mit Wetterstationen, weil das Auto erfasst eine Menge Umweltparameter, um das auszuwerten. Dort kommen die Disruptionen, die disruptiven Innovationen bei Industrie 4.0, wo es völlig neue Geschäftsmodelle gibt, wo sich dann auch die Frage stellt, wem gehören eigentlich die Daten? Das vielleicht zum Grundverständnis. Da reden wir manchmal auch in Runden im Wirtschaftsministerium mit Frau Wanka und Herrn Gabriel über Wirtschaft 4.0. Sie kennt das auch, Herr Ruprecht. Was ist die Voraussetzung dafür? Da will ich drei Dinge nennen. Es gibt keinen Grund, dass unser Mittelstand in Deutschland Sorgen hat, dass er etwas verpasst. Wir haben Digitalisierung, da bin ich bei Herrn Huber. Das machen wir, seit wir die erste numerisch gesteuerte Werkzeugmaschine eingeführt haben. Wir digitalisieren heute im Auto. Denken Sie an Ihre elektronischen Bremsverstärker, an Ihre elektronisch unterstützte Lenkung und ähnliche Dinge. Das machen wir in der Produktion, das gibt es in chemischen Prozessen. Das Neue, was wir machen, ist, dass wir diese Regelkreise, mit denen wir, wofür wir Digitalisierung nutzen, in Zukunft über das Netz schließen wollen. Dass wir also nicht mehr vor Ort in einem Produktionssystem oder in einem Automobil Signale erfassen, die auswerten, eine Aktion auslösen, sondern dass wir zusätzlich Daten kriegen für Vorausschau in den Prozessen aus der Cloud, von einem Server, der irgendwo steht. Und ich habe also diesen Umweg. Ich gehe über das Netz, weil ich da noch mehr Informationen bekommen kann. Was ist dafür notwendig? Sie brauchen zuallererst weiterhin die Datenerfassung in den Systemen, in den Maschinensystemen, in den Automobilen. Da sind wir Weltmeister in der Bundesrepublik. Wir sind das Land der Sensorik und Aktorik. Nicht nur die Software ist im Mittelpunkt. Sie können nur Daten erfassen, die vorher verwerten, die vorher erfasst worden sind, Herr Kless. Ich denke, da sind wir uns einig. Der nächste Schritt ist dann, diese Dinge, wo wir Daten erfassen, brauchen Standardisierung. Sie alle kennen, in den USA ist der IIC gegründet worden, das Internetkonsortium. Dort ist man auch noch nicht so weit, dass man das macht, was wir unter Standardisierung verstehen, zum Beispiel konkrete geometrische oder informationstechnische Maßnahmen oder Restriktionen zu setzen. Wird ein Rahmen gesetzt. Dort bringt sich die deutsche Industrie zum Beispiel in Form von Siemens, von Bosch intensiv ein. Wir sind bei uns dort an der Kante, da müssen wir Obacht geben, dass nichts an uns vorbeigeht. Wir haben aber eigene Standardisierung. Das nächste Level, was man braucht, neben der Datenerfassung, neben der Standardisierung in der Ebene, ist dann, wenn Sie über die Cloud einen Regelkreis schließen wollen, dann dürfen Sie natürlich nicht insgesamt die Zeit, in der Sie bestimmte Aktionen regeln müssen, damit es keinen Crash gibt im Verkehr oder in einer Maschine, brauchen Sie natürlich eine entsprechend kurze Zeit.
Und wir haben hier in Berlin ein Fraunhofer-Institut Focus, das hat gemessen, wenn wir übers Internet bestimmte Daten austauschen, von hier nach Irland 20 Millisekunden für bestimmte Datenraten, nach Südfrankreich 40 Millisekunden, nach USA 80 Millisekunden. Und diejenigen von Ihnen, die mit der Wirtschaft zu tun haben oder in konkreten Prozessen sind, die wissen, wir haben Prozesse, da brauchen wir eine Millisekunde, um zu reagieren. Wenn Sie im vernetzten Fahren einen Unfall verhindern wollen, weil Ihnen die Cloud sagt, hinter der Ecke, die Sie nicht mit Ihrer Sensorik wahrnehmen können, ist ein Verkehrsunfall, abbremsen. Wenn Sie das erst in 80 Millisekunden kriegen, ist es auch zu spät. Das heißt, wir brauchen eine völlig neue Form des Internets, was die Geschwindigkeit und die Datenrate in den Ansprüchen, die wir haben, für das Schließen von Regelkreisen in konkreten Prozessen überhaupt erstmal ermöglicht. Da sind wir noch ein ganzes Stück weit davon entfernt. Was nicht heißt, dass es Pilotlösungen, Use Cases und Testbeds gibt, wo wir Einzellösungen testen. Und der dritte Punkt, den wir brauchen, ist natürlich die Datensicherheit. Das heißt, wir alle wissen, es gibt keine absolute Sicherheit, einen geschützten Datenraum zu schaffen, in dem diejenigen, die Daten bereit sind, zum Beispiel quer zu den Branchen oder auch vertikal innerhalb einer Prozesskette, von einem Salzgitterstahl bis über einen Karosseriehersteller bis zum OEM und so weiter, wo es Bereitschaft gibt, Daten gemeinsam zu nutzen. Dort kommen neue Geschäftsmodelle quer zu den Branchen und senkrecht. Dafür braucht es Datensicherheit. Und dafür werden wir heute Abend zum Beispiel die Fraunhofer Gesellschaft mit der deutschen Wirtschaft, wir haben ein großes Projekt und wir werden heute einen Verein gründen mit maßgeblichen Unternehmen hier aus der deutschen Wirtschaft, wo wir uns darauf einigen, einen solchen sicheren Datenraum zu schaffen. Der ist offen, weltweit offen, aber nach Standards unserer Sicherheitskultur. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Neugebauer. Also nochmal ein Sprung dazu, neben dem, dass Technologie auch in vielfältiger Hinsicht schon da ist, trotzdem nochmal die Notwendigkeit, wenn man horizontal und disruptive Geschäftsmodelle oder Nutzung auch leben will, trotzdem auch die Notwendigkeit, dass die Technologie sich weiterentwickelt, trotzdem nochmal, ohne es so vertieft zu diskutieren. Sie würden aber trotzdem zu diesen Punkten, die Sie genannt haben, sagen, dass wir an all diesen Punkten im Augenblick arbeiten und dran sind. Es ist nicht so, dass Sie sagen, irgendwo fehlt was total, wir kommen nicht in die Gänge, sondern auch da wiederum haben wir heute Haushaltsberatung gehabt zu einem konkreten Thema, das Sie gerade angesprochen haben, wo wir die Gelder freigeben. Ist das so? Also wir sind zum Beispiel dran an dem Thema Standards. Da ist insbesondere die Kollegen, darf ich sagen, weil Herr Huber gerade mit hier sitzt, von Siemens leisten eine sehr starke Pionierarbeit, aber auch Telekom, SAP beispielsweise, um einige zu nennen. Bosch ist am Tisch und einige andere. Auch die Verbände sind dabei. Da gibt es eine intensive Arbeit. Da wird es auch auf dem IT-Gipfel erste Ergebnisse geben und auch zur CeBIT. Wir sind Fraunhofer mit dem ganzen Konsortium, insbesondere von Anwendern aus der Wirtschaft dabei, mit Unterstützung des BMBF, diesen sicheren Datenraum zu schaffen. Und wir sind jetzt in Gesprächen, was können wir tun, dass wir die Datenrate und die Latenzzeiten verkürzen, indem wir völlig neue Formen des Internets finden. Und wir denken auch schon ein Stückchen weiter als 5G. Da sind wir überall dran. Und ich denke, wir haben auch eine gute Position. Wir dürfen in unserer Diskussion, wenn wir immer ein bisschen in Sorge sind, dass wir etwas verpassen, nie unsere Flughöhe vergessen. Und die ist ziemlich hoch. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würde ich fragen, ob Sie Wortmeldungen, Anmerkungen, Vorschläge oder auch Fragen an die Gäste hier oben haben. Da stehen Mikros. Alles perfekt? Alles paletti? Keine Wünsche mehr? Alles läuft super? Toll, wir schließen den Bundestag. Ja, gerne. Vielleicht kann irgendjemand kurz das Mikro auch hintragen oder so. Wer vielleicht ist von den Mitarbeitern jemand hier, der kurz das Mikro auch tragen kann. Zum Glück haben wir Frauen hier, die auf Zack sind. Thank you. You're very kind, because actually you're the person that I thought raised a very important point. The rules about access to support for company R&D seem a little bit outdated. In Europe, it's 250 to be a small and medium enterprise. And so if you start to succeed, we have to pull that support away from you, because it would be wrong if you were 256 employees.
So I think the point that was raised here, where there needs to be more access for the successful mid-sized companies, in the U.S. we use 500, so you wouldn't want to use that number, but perhaps you would want to expand it a bit, or indeed drop the ceiling. And this would only take about 5 or 10 years, I think, in discussions with Brussels before you could make the policy change. But I would strongly recommend that you try and find programs that address that those middle companies, because I think our colleague here made a very good point about the strength and versatility and long life that you get out of these mid-sized companies, but that's no reason to punish them. So I would strongly endorse that. I'd be interested in your view if there'd be some way to provide more support in innovation programs for that middle tier. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. Yep. Ich möchte nur ein kleines Kommentar zum mittelständischen Unternehmen. Es ist wunderbar, wirklich wunderbar, dass Deutschland so viele mittelständische Unternehmen hat. Meine Erfahrung in Amerika ist es, dass es für ein mittelständisches Unternehmen sehr, sehr schwierig ist, zu die nächste Generation zu gehen, weil die Erbschaftssteuer ist da so hoch, so, so unglaublich hoch, dass man eigentlich, wenn man ein Unternehmen hat, wie Frau Herold, muss man das einfach verkaufen. Man kann die Erbschaftssteuer nicht bezahlen. Und das ist auch ein Grund, warum es so wenig mittelständische Unternehmen gibt, die langfristig über mehrere 50, 100 Jahre bestehen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Deckers, für dieses Thema nochmal, das Sie eingeführt haben, wo es ja im Augenblick auch im Parlament intensive Diskussionen gibt, nachdem das Bundesverfassungsgericht uns aufgefordert hat, die Erbschaftssteuer ein Stück anzupassen, zu verändern. Ich sehe keine weitere Wortmeldung an der Stelle. Dann stelle ich die Frage hier an die Gäste nochmal hier oben, weil es gibt ja noch ein zweites Panel und wir wollen ja einigermaßen in der Zeit bleiben, ob es noch Wortmeldungen gibt, ob es noch, Sie wollten noch. Ich hätte gerne nochmal den Punkt Vertrauen aufgegriffen. Und zwar vielleicht ganz kurz, Delo Industrieklebstoffe, jeder von Ihnen hat Klebstoffe von uns dabei. In Ihren Smartcards, 80% aller Smartcards, Kreditkarten ist Klebstoff oder in Handys, also in auch Displays, Lautsprechern und so weiter. Wenn man klug denkt und sagt, man möchte energieeffizient Autos bauen, kam Porsche zum Beispiel drauf und sagt, ach, eigentlich könnten wir doch mal die Rückspiegel weglassen, das ist ein viel besserer CW-Wert. Wir bauen einfach hinten eine Kamera ein, übrigens jede Kamera mit Klebstoff, sehr schön, und vorne ein Display und dann kann man nach hinten schauen und hat sich hier einfach die Werte gespart. Das ist jetzt was extrem Banales. Jeder von Ihnen hat schon ein Display im Auto, jeder hat Lautsprecher im Auto, wenn Sie rückwärts fahren, macht das bip, 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 Sie kennen das, Sie denken demnächst dann immer an Delo, wenn Sie das hören. Also ganz banal, trotzdem dauert das in Deutschland 5 bis 7 Jahre, bis sowas wirklich auf den Weg kommt. Solche banalen Dinge. So, und das ist auch das Thema Vertrauen und auch Rechtsetzung. Was müssen wir denn alles abprüfen, um wirklich auch banale Dinge auf den Weg zu bringen? Da könnten wir hier viel, viel schneller sein. Da können Sie alle absolut mithelfen, die Bürokratie abzubauen. Und ich komme gerade aus Asien. Das ist so ein komplett krasser Unterschied. Wenn wir heute mit Klebstoffen zum deutschen Automobilindustrie kommen oder zum Unterlieferanten, die testen Jahre. Im Schnitt dauert das bei uns 3 bis 5 Jahre, bis ein neues Produkt in neues Auto dann auch eingebaut wird. In Asien, da kriege ich dann selbst Herzklopfen, die reißen mir gleich die Muster aus der Hand und kippen die sofort in die Produktionsanlage rein. Das ist ein Riesenunterschied. Europa und Asien, die Asiaten gehen drauf zu, die greifen sich gleich alles und ich finde sehr wohl, dass Sie, die politische Kraft im Land, massiv dafür reden kann, Bürokratie abzubauen, Vertrauen aufzubauen, auch solche leidigen Themen wie TTIP, das haben Sie in der Hand.
das so zu dokumentieren und auch zu kommentieren, dass sie sagen, wir haben auch mit anderen Ländern Freihandelsabkommen. Warum sind eigentlich die Amerikaner eigentlich die ganz, ganz Bösen? Kann das wirklich sein? Da muss man dagegen halten. Und sie helfen damit auch dem Mittelstand. Die ganzen Hürden, die wir überwinden müssen, um nach Amerika reinzukommen, das ist für die Großen schwer und für uns ist es würgend. Also da kann die Politik sehr viel tun. Vertrauen, Rechtsetzung, Bürokratieabbau. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn ich jetzt die Punkte, die vorgeschlagen worden sind, nochmal Revue passieren lasse, würde ich sagen, es ist eigentlich kein Punkt dabei, der nicht in unserer Diskussion hier eine bedeutende Rolle spielt. Also einige dieser Punkte, wo wir konkret in der Umsetzung und Unterstützung sind, andere Bandbreite bis zur steuerlichen Forschungsförderung, wo die Fachpolitiker wissen, dass wir da wirklich in der Tat Jahre Diskussion hatten und es bei den letzten Koalitionsverhandlungen am Schluss wieder rausgekippt worden ist, wo wir weiterhin dicke Bretter bohren müssen. Aber ich bin ein ganzes Stück eigentlich nach dieser Runde nicht selbstzufrieden, aber ein Stück habe ich schon das Gefühl, okay, das sind jetzt keine vollkommen neuen Punkte, wo wir sagen, da schlafen wir, sondern das sind alle Punkte, wo wir dran arbeiten. Und jetzt geht es natürlich darum, Qualität und Geschwindigkeit reinzubringen. Ich bedanke mich bei Ihnen hier am Podium nochmal ganz, ganz herzlich. Wir räumen jetzt hier die Bühne und machen frei fürs zweite Panel. Dankeschön. Ja, Albert, vielen Dank dir und allen, die jetzt an der Diskussion teilgenommen haben. Du hast etwas Lachen erzeugt, erst gesagt, dass wir wollen in der Zeit bleiben, weil wir haben schon richtig überzogen und deswegen ist jetzt unser Vorschlag, dass wir gleich anschließen mit Professor Charles Wessner. Ich habe Sie schon ein bisschen vorgestellt. Wir sind sehr froh, dass Sie aus Amerika zu uns gekommen sind, dass Sie auch ein bisschen Zeit hier in Deutschland jetzt hier verbringen und auch in anderen Orten nochmal diskutieren und Ihre Expertise über Innovationspolitik mit uns hier in Deutschland teilen. Sie arbeiten seit vielen Jahren an diesem Thema, waren Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Vereinigten Staaten von Amerika und wir freuen uns, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und wir sind ganz gespannt auf das, was Sie uns zu berichten haben. Bitte schön, Sie haben das Wort. Well, thank you for that kind, that very kind introduction. I am, in fact, delighted to be here, and I'm very grateful to you, Mr. Kitchener, for having invited me. And I was found the talks by Mr. Calder and Minister Wonka to be very, actually very inspiring. It's you Germans get a lot of things right. You actually pay attention to what's going on. I spend a lot of my time in the United States talking about the German model and what we need to learn from you. So in some ways. In fact, this is a very important point. It's, I feel like I've come to tell a world championship soccer team how to play better. You actually play pretty well. So when I talk about some of the things where I think you might play better, I'd like you to keep in mind the fact that I remember what the trade balances look like. So I know it's really hard to penetrate the American market, and I guess it makes it even more astonishing that you have such a large trade surplus with us, but that may be just due to your hard efforts. The United States is sometimes a hard place to understand, but one of the things that I find important is to capture the idea that if you want different outcomes, then you need to do things differently. You know, someone you may have heard of by the name of Albert Einstein once joked that doing the same thing over and over again and expecting different outcomes is one form of insanity. So people want to have, well, I'm getting a little ahead of my talk,
They want to have venture capital as long as nothing changes. Indeed, there was a Swedish official a couple years ago who said that the Swedes understood the nature of the global competition, the nature of the global challenge they were facing, and they were willing to do whatever was necessary as long as nothing changed. And of course, that's a little hard to do. So we'll have to talk a little bit about how we can learn, because some of you have already raised a key point that the success of Germany today is not necessarily a guarantee for the future. So I want to talk a little bit about China and some of the German strengths and challenges, some of the US and the 21st century university. I have a number of topics you can see there. And I think over the next 2.5 hours, I should be able to cover all those points. but we'll have to see what we can do. One thing that I do want to underscore, you know, people are often concerned about the future of the globe, the future of the environment, about the growth in population, about our energy requirements. Well, you know, what I don't understand is why they're concerned about innovation. I mean, innovation is the path forward to address these challenges. We quite literally can't go backwards. And it's probably also important, I was very pleased to hear this kind of combative element, this positive statement that innovation is good. And I think your party has to work that. If there's, I'll talk about this some more, but we're going to need to change institutions, and we're going to need to collaborate. And by the way, that includes collaborating with the United States. But let me first talk about what some of the rest of the world is doing. Even more than in Germany, there is a high-level policy focus. And let's not confuse things. I'm talking a great deal about East Asia here. There's massive support for universities. Rapid growth in funding for research, a lot of focus on partnerships. I'm happy to tell you that doesn't mean they get it right every time, but there's very substantial resources are being devoted. If you look at the build-out in China, and let me stress, a big part of this is good news. I mean, China's done the amazing feat of bringing 300 to 400 million people into the middle class in just a couple decades. China is creating a science establishment that that will contribute to human welfare. They're working hard on building out their universities, creating new universities, funding them, building the infrastructure, buying the equipment. And I'd like to contrast that a little later with what we're doing in the United States. They're growing their R&D base very quickly. Now, granted, this increase is off a smaller base, okay? So we understand that. But somehow I'm not particularly comfortable to look at a bar chart like that and see the US down where it is. They're also spending massively on education. And I think in some respects you have to think hard about where does the welfare funding go, where does the pension funding go, and where does the educational funding go? Something that has started to change is also the impact. Many in the United States were arguing, well, yes, China and other countries in East Asia are spending a lot, but what are their real results? Well, as you start to look at it, patents are a tricky metric. In fact, as one innovation expert told me, using patents as a measure of innovation is a little bit like the policeman who finds the drunk looking for his keys under a lamppost, and he says, "Did you drop it here?" He said, "No, I dropped it down the street, but there's much more light up here, so that's where I'm going to look." So the patents can be deceptive, but the peer-reviewed publications are significant and growing. And talking to some of the leading people in the United States, particularly in material science, in areas like nanotechnologies, the Chinese are making real contributions. I think we should always keep in mind Bill Gates' wonderful quip about China.
that if you're a one in a million genius, there are 13 million of you in China. So the simple scale is very impressive. But I don't want to depress you about that, first because that investment is in itself good, but I do want to underscore something that disturbs me a lot when I come to Europe. When I go to Brussels, their primary competitor seems to be the United States of America. The primary threat seems to be large American companies. Could I humbly suggest to you that we're like your weekend soccer partner? You know, we've been playing together for years. And we play basically the same game. That hot breath you feel in the back of your head is a Chinese dragon. They're playing a different game. I would actually compare it to, we're playing soccer, your football, together. They're playing American football. But there's every reason, however, not to despair, because we have huge assets. You've already heard some of this, but it really, really is impressive. And as I say, it's a type of thing that I like to emphasize when I'm in the U.S. You also are really pretty good, and I think better than we are in the U.S., in planning, in close consultation, and then in continuity and determined execution. You know, you say you're going to do something, and you don't explain the next year, well, the government changed. You actually stay with it. I mean, your stability pack is utterly remarkable to an American. You know, we're going to find out in the next few days whether our government closes again because nobody can decide on whether women should have abortions. You know, go figure. It's a subject that comes up over and over and over again. But despite the approach you have, you know, creating innovative startups, which I think is one of the themes of this conference, is a challenge, and it's one that we all try to address. This is one of my more daring slides, and I have several other challenging slides. I'd like you to think about these challenges. How do you increase your R&D more? And the question about tax credits was a very interesting one, because if you're going to increase your R&D, two-thirds of that, logically, will come from the private sector. So how do you generate more out of the private sector? And one of my main themes here is, please don't talk to me about culture. Please don't talk to me about genetics. My name is Wessner, you know? Might suggest something to you. Yes. Talk to me about incentives. Talk to me about how you encourage things to happen rather than talking about cultural rejection. There is a valid point there, but it's not just that. I would argue that you need to continue your excellence initiative, but it needs to be an excellence initiative. And you know, you have disturbing tendencies to follow up on the U.S. approach to children playing soccer, where two teams play and everybody gets a prize. Actually, that's not how life works. You know? Encouraging a culture of innovation at your major universities and at the Fraunhofer's. I'm looking forward to talking to the Fraunhofer conference on Friday in Munich, where I'm told that there's more interest in encouraging a culture of innovation. At one level, I find that strange because Fraunhofer is a very innovative system, which I'll come back to. But most basically here, and I was very pleased to hear your political leadership discussing this, is this trust in science and trust in trying new things. You know, I'm glad that you think about the consequences of new technologies, but when you begin to find systematic opposition to technologies across the board, one begins to wonder where the culture is going. Let me talk a little bit about the U.S. These are some of our strengths. We've invested a lot in research universities. Could I just mark a very firm point here? We didn't do this from the government alone.
It's the government and the private sector. Now, you may want to build out your universities and make them really great just with state funds. And I'm told it's possible as a single parent to have children. But that's not the preferred option. Okay? I think you need to think very hard about that. We have markets that are open to competition, which I think you could claim here as well. Although the points that were just raised about evaluation after evaluation, testing after testing, you know, my wife works in clinical trials, and she likes to joke that that we have a risk-averse culture with our FDA at times. She worked on the 16,000-person trial on HIV that was conducted in Thailand. And if any one of the subjects had died after an injection, they would have stopped the trial immediately. Now, they lost about 120 people during the trial, but that was because they killed themselves with cars. But that's okay. You know, I mean, you know, they were just on motorcycles. They ran into the back of a truck and, you know, one more off the test list. So thinking about how we assess risk is extremely important, and I don't think we're doing a good job about that. You know, I like your energy shift. I understand the risks of tsunamis and earthquakes here in Germany. I mean, and, you know, you absolutely have to address that. It could happen here, too. Some of the things that we do well in the United States, or at least a little bit well, is we spend a lot. We spend a lot in the private sector, and we spend a lot in the public sector. We have an outstanding system of research universities. We bring people from all over the world. I was talking to people in the Max Planck, and I am very impressed by the internationalization of the talent at Max Planck. Over half of the PhD candidates are from abroad. A very significant number of the faculty are from abroad. But when you go to the universities, you know, I kidded the Czech Academy of Sciences once by telling them that they must be much brighter than the Americans. And they looked at me curiously, and I said, well, you know, we have to import people from all over the world to run our universities, whereas you run yours with just Czechs. So, you know, you clearly must be brighter than we are. This goes to the heart of our entrepreneurial spirit as well. This is what we spend, and I'm not here to thump my chest, I want to caution you about that, but I am here to say, if you look at this chart, who would you like to partner with? You know, we spend more on R&D than you do here in Germany, and more than the UK, and more than France, and more than Japan, combined. And much of it is applied. By no means all of it. I would suggest that there, if I could be a little bit forward, three small gifts that we've given to Germany. We work on health on a global scale. The Centers for Disease Control are not in the United States, they're all over the world. We do a little bit on defense, which you normally don't notice until something goes wrong, and then the phones begin to work. And by the way, I hope you like that we dropped the energy price, the oil price, by half. You ought to have some system where those who are opposed to shale gas would be willing to pay the old price, but perhaps that would be hard to implement. So if you look at our universities, you can argue about the particulars of any classification, but I would like to suggest that both in terms of cooperation and in terms of the system as a whole, that there's something that's going on in the U.S. That is working. And you need to think about that. I want to apologize for having said there's some good things about the U.S., but let me tell you that there's a lot of problems as well. I'm not here to talk about Mr. Trump today, but the R&D funding is flat. Our universities are a key pillar of our whole university system. And so the Congress and the governor's offices, in their wisdom, have been cutting support for public universities. As you can see, 20% per student
over the last decade. We have, however, in our wisdom, greatly increased the regulatory burden on the universities. This is not what they need, and it's not what we need. And one of the most serious points here, I'm sorry I don't have a pointer that works, but the limited opportunities for young faculty. NIH grants have been moving downstream into older professors, people who used to be able to get their first R01 award when they were 28 are now more likely to be 42. I hate to tell this particular audience looking at the hair color, but the 28-year-olds are pretty good, and they need to be financed. We're also pushing back on immigration. Why? Because it's absolutely essential for the vitality of our innovation system. Over half of the startups in Silicon Valley are done by immigrants. You know, I like to joke, do you know what the secret to Silicon Valley is? It's German capital, it's French engineers, it's British managers, and the entrepreneurs come from India and China. That's the secret. Now, the only thing we have is the sand. So the question is, well, what's in the sand? And what's in the sand is that policy framework that allows you to start a company, and if it folds, I mean, we're tolerant of risk and failure, but let's not exaggerate. Don't think there are no tears in Silicon Valley when the company goes down. But the difference is very simple. When the entrepreneur comes home and she tells her husband that they didn't get the funding and the company's gone down, he dries her tears and says, let's go to dinner. We'll talk about what you're going to do next. In Helsinki, when he comes home and says the company went down, she drops the dishes, bursts into tears, and says, how will we ever pay the debts? Where are we going to live? It's a different system. Chapter 11 is a wonderful thing. The French are adopting it. Did you hear that? The French are adopting Chapter 11 from the United States. The UK also. There's a reason for that. You've got to be able to recycle this human capital. In Italy, it takes up to 6 years on average to end a company. This is not a good model. So the major risk in the US, and I want to be serious here, these are very serious risks. One is our complacency. And I think sometimes you have to wrestle with that here as well. You're doing well, so what's wrong? Well, you know, the Titanic was going very fast. It was a great ship, but the story didn't end well. I doubt that's going to happen here, but we are not investing enough in R&D. We're not investing enough in our universities. And at a very serious level, we haven't been paying attention. Too many American policymakers think the American economy is something that just runs by itself. To some extent, that's true. But if you get the policy mix wrong, bad things begin to happen. And this last point here is very important. We're good at inventing things, but then you have to look hard at who starts to manufacture them. So let me just quickly go through this small point. I've heard a lot of discussions in Europe, and particularly here in Germany, that working on applied matters is somehow not what the university should be doing. There is empirical research by De Becker at the Catholic University of Leuven, which, by the way, is an excellent university, which argues that the teams that work with industry have more peer-reviewed publications than those that don't. They do good basic research, they do good applied research, and they help get products to enhance human welfare to the market. It's what a university should do. This is what we think a 21st century university does. It teaches, but it teaches people how to get jobs, skills they will actually need when they hit the marketplace. You can do all the peer-reviewed blue sky basic research that you want. That's fine. But there's also a place to do commercialization, to do applied research, and generate students who can be employed. It's important that you have universities like that in your region.
Universities are huge for the reputation of where you work. I was down in Malaga not long ago, and they were talking about the Silicon Valley of Spain. And it's true, it's a very pleasant place, much less crowded than Silicon Valley. And they've got an amazing array of companies that have installed there. But I asked it in question, which generated some embarrassment. I said, where is Stanford? The University of Malaga is a nice university, a nice mid-range university. But that's not Stanford, and that's not Silicon Valley. One of the problems that we have in the US is getting that first money to start a company. Even when you have experienced entrepreneurs, getting the first money can be difficult. You'll note that I've put down here effective technology transfer services. There are too many universities in some countries in Europe where they have some guy in the office who's labeled technology transfer. But has he ever had experience with a company? Does he have support from the rector? Is there any incentive for the professors to actually come talk about their innovations? Very often not. I'm not saying this is universal, but very often it's lip service rather than an actual effective one. You're aware that we don't have the local heroes of the same age and lineage that you have here, but we do have companies that start up in the US, and what I put this up because about 30 years ago, the main idea was that only the large companies would be innovative, because only the large companies had the resources to do that. Until Birch and others started to write in the late 70s, that was the dominant view. But we do have some small companies listed here that arguably have grown. Intel, if I'm not mistaken, was started around 68. Microsoft, I think, was around 75. Google was 98. They've grown. And if you're unhappy with Google, just Google up the problems on Google, and you'll have even better documentation of what the problems are. One of the problems we have in the US is that too many people in the Congress think that the market will solve all your problems. If you've got a good idea, the market will fund it. There are only two groups that really disagree with that. Those are entrepreneurs and venture capitalists. Both of them understand the limits of the market. And there's been some Nobel Prize work on what those limitations are. More importantly for this group, there is the fixation here, the myth that the greatest strength is the venture capital market. Our problem is we don't have venture capital. Well, there are two problems with that problem. First, you don't have venture capital because you don't have a policy framework that encourages it. I mean, is Germany short of money? You know, I think Hamburg is one of the richest places on the planet. There's plenty of money. The question is, how do you set up policies that encourage it? And there's too much talk about venture capital, not enough about angel investors. What are the tax incentives for angel investors? You know those companies, the local heroes? Venture capital doesn't want to invest in that at all. They're looking for billion-dollar plus companies. They consider a company that has $120 million in revenue and 500 employees to be the living dead. In your district, off your campus, that's a very good accomplishment. Venture won't do that. Venture also gets into fashion fits. You know, one year they're doing nano, the next year they're doing solar, the next year they're doing social media, then the next year they're doing social media, and the year after that they're doing social media, but they tend to shift very quickly. And they've moved downstream, away from risk. This is venture investment in the US, and please don't misunderstand. It's $28 billion. It's a huge asset. But if you see that little red strip there, that's the seed funding. That's about $950 million. That's really not the driver of a $16 trillion economy.
Okay? Is it good to have? Yes, but it's not the whole secret. And the problem is, you get this valley of death where you have federally funded ideas that have promise, but they're new ideas and they can't attract support. And if you can't attract enough support, even the best ideas end dead in the valley. Getting across the valley to a more innovative place where you can develop a product is the goal. And one of the things we do in the States is this SBIR model. Remember I said venture was $950 million? We put $2.5 billion, pushing towards $3 billion, into early stage financing with awards, very competitive, only about 20% of the applicants succeed, sometimes less. They get $150,000 in the first phase to be able to prove their proof of concept, and they get $1 million to $2 million to $3 million, and sometimes more, to push them beyond the valley of death. Half of the program is attached to procurement on the military, but the other half at NIH and other agencies is not procured. The phase three doesn't actually exist formally. It's an effort to pull the ideas into a procurement model, or you find private sector investment which comes in. We have no recoupment. An entrepreneur owns the company, owns the rights, pays nothing back. We don't believe in these long-term loans that go on for 10 or 15 years before they get forgiven. It's just an award or a research contract. And by the way, it is approved under state aid rules here in Europe. The Dutch have adopted the program. The Swedes use the program. The UK has a program that's similar, although flawed. And the Commission has adopted the program. Why do I mention it? Well, because it helps startups grow. It develops new products and new processes. About 60% of the companies actually reach the market. It sometimes solves particular problems, like if you want a drill to look for water on Mars that's got to be super light and super sharp and use almost no electricity. Well, that's an SBIR company. In fact, all of you have used SBIR, at least those of you who have telephones. Qualcomm was an SBIR company. It's now worth about $80 billion and has 17,000 employees. We consider that a success. So one of the points that I'm trying to make here is that we need to learn from each other. We need to adopt and adapt. One good example of that is what we're copying from your innovation system. We have this problem that we keep inventing things and then they move offshore, usually to East Asia. What we slowly began to realize is that that is actually thinning out our industrial base. This statement here that innovation and production are tightly linked, it is to Germany's credit that you never lost sight of that. All through the 2000s, there was a lot of talk about the US moving to a service economy, until somebody finally figured out that actually the services are linked to manufacturing. That's where the high value is. This was all through the White House, all through the Council of Economic Advisors. It was a classic Kool-Aid moment. But these are some of the things that we're doing. We have a president who understands this. One of the nice moments in my career was when I got a short email back from the White House saying, "Thanks for your ideas. You should listen to the speech tonight." So what are the elements in his strategy? Clean energy, or cleaner energy. He's doing that. Reforming the patent system. He's done that. Encouraging entrepreneurship. I'll talk briefly about that. Invest more in R&D. We're not getting that done. Not yet. Growing an attractive, skilled workforce. The German model, the vocational training. Again, full circle, where we've come to recognize that that's absolutely critical and that we've left it out. There's companies like Global Foundries, there's a representative here, that has invested heavily in the Albany region with the Hudson Valley Community College. And you know, there's sort of two reactions you get in the US.
Either the executives go to the country club and complain that there are not enough skilled labor, or they cooperate with the community colleges, fund programs, and train skilled labor. The second option, I think, is a little more productive. And also renewing the manufacturing base. Let me talk about three quick programs. The I-Corps is kind of a boot camp for entrepreneurs. One of the things that it pushes on, and it's not a perfect program, but it's an interesting program, it pushes on the idea that rather than go off and develop a product and be ready to sell your product, why don't you, as they used to say in the IT world, why don't you, as a last resort, ask the user? Why don't you go see who needs this product and what kind of product they might need? They're forced out to go and identify who their customers would be and then talk to those customers. They're mentored by serial entrepreneurs. There's a new program here for your government that might be worth thinking about. We're bringing in successful entrepreneurs who have actually run large companies, run medium-sized companies, who are wealthy, into the government to try and help solve government problems. How can you do better at bringing a user-centric approach where there's the intersection of people, policy, and process? How could we get a better regulatory process, for example? There's ARPA-E. In fact, let me ask you, how many of you are familiar with ARPA-E? How many of you have ever heard of it? Can I see some hands? I'd like to see more hands, but, but clearly the specialists know about it. When I say learning from ourselves, our DARPA model has been hugely successful. I'm sure you you like DARPA because they played a pretty instrumental role in developing the internet as we know it today, along with CERN, of course. But what they have done is set up a government agency that does not act like a government agency. People are paid well. They perform, or they don't. If they don't, they leave. If they're really good, they stay 3 years and they leave. There's a steady turnover. It's very flat. And they've got not only people funding science, not only people funding far-out projects, but also the T to M advisors, that is, how do you take the technology to market? That, by the way, is modeled off Fraunhofer. And you will see more of that. We've also adopted the National Network for Manufacturing Innovation. It's a billion-dollar program. There are 15 proposed institutes, about six of them have been set up, and it is directly modeled off the Fraunhofer institutes. Shared facilities, shared research, shared funding, and hopefully shared progress. I would point out that when we're doing this, the culture is different. It's less centralized with fixed facilities than Fraunhofer normally is. It's usually not on a university campus. And it's not at all clear to me, this is a real question, whether this will work as well as we'd like. Now let me conclude. You know, John Kenneth Galbraith, the famous Canadian-American economist, always said that about halfway through your talk, you should say in conclusion, just to give your audience hope. So let me actually conclude. The key problem you have, as I've mentioned, is Germany's doing well. The question is, how do you do better? So this is an agenda for discussion. Can you encourage private sector contributions to your universities? Can you change the tax laws? MIT and Stanford have not been built by the federal government. Let me let you in on a secret. When men succeed in life and end up with more money than they can literally spend, they can either give it to their children, which doesn't always work perfectly, or they can give it to a university and get a measure of immortality by having their names on buildings. And it's also sincerely a way of paying back to the university that made their success possible. You need to do something like that, or I don't think you'll get the results that you want. Actively encouraging professors to cooperate. We've talked a little bit about the policy framework. Address the bankruptcy laws. Why? Because I think there's linkage between if you're going to lose your home, if you're not going to be able to practice for, I think it's 8 years in Germany. You know, can I be nasty for a minute?
I think the members of parliament should adopt the same rules so that if they lose an election, they can't run again for 8 years. That'd be fair, wouldn't it? The same rules that apply to the industry. I don't see everyone nodding here, but that's worth thinking about. Lastly, I think you heard at the outset today about the importance of teaching entrepreneurship, praising it, and rewarding it. You can teach elements of it, but some of it is a broader environment that you need to create. And I think Germany can do that. I would just like to point out that both from the American side and the German side, the world's changing really quickly, and we need to step up our game. And we can do that by cooperating together, by leveraging our advantages, supporting innovation in universities. But my final message to you is that your future and Europe's future will depend on the leadership that comes from this building. Thank you very much for your attention. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zum zweiten Panel. Zunächst einmal herzlichen Dank, Professor Bessner, für Ihren fulminanten Vortrag mit unglaublich viel Beispielen, auch in Details. Wir haben jetzt versucht und versuchen mit diesem zweiten Panel die Perspektive mit Ihrem Vortrag natürlich als Input auf die Forschungs- und Innovationsförderung im internationalen Vergleich zu erweitern. Wir können natürlich in der beschränkten Zeit nicht alle auch von Ihnen aufgeworfenen Fragen vertiefen. Wir haben dieses Panel unter eine Leitfrage gestellt, nämlich die Frage, wie kann Deutschland die Position als innovationsstarkes Land, und das haben Sie ja nun gezeigt, wir müssen uns wirklich nicht verstecken, im internationalen Wettbewerb halten und ausbauen, und welche Stellschrauben gibt es für die Politik, damit Deutschland eben noch innovativer wird. Und das Ziel ist, dass wir am Ende unserer Diskussion sozusagen als Antwort dann auch in der Schlussrunde diese übergreifende Frage dann auch beantworten können. Und ich darf jetzt anfangen in der Fragerunde mit Professor Geri Baatze. Sie kommen aus meiner Heimatstadt, sind Professor in Stuttgart-Hohenheim, leiten die Forschungsstelle für internationales Management und Innovation. Sie waren von 2009 bis 2014 Mitglied der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. Sie haben zahlreiche Studien zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands und anderer Länder durchgeführt, und ihr besonderes Augenmerk galt dabei stets der Positionierung der Unternehmen und deutschen Forschungseinrichtungen eben im internationalen Vergleich, vor allem im Wettbewerb mit USA und Asien. In letzter Zeit hat sie vor allem das Thema China beschäftigt, die deutsch-chinesische Plattform für Innovation. Und da knüpfe ich jetzt gleich an. Auch Professor Wessner hatte ja einiges zu Beginn zu China gesagt. Meine Frage: Was macht denn China anders oder besser als Deutschland? Und folgt auch die Innovationsförderung dort einem transparenten Foresight-Prozess? Was können wir sozusagen heute von China lernen? Ja, bitte? Ja, also wie Herr Wessner auch schon sagte, wir spüren den Nacken, den heißen Atem im Nacken, auch von China, weil China hat gerade jetzt in den letzten 10, 15 Jahren entschieden, ein führender Innovationsstandort zu werden. Und sie haben erstmal durch den Long-Term Plan 2006 und dann auch durch den bisher laufenden 5-Jahres-Plan und dann auch durch den, der jetzt im nächsten Jahr ausgerufen wird, ganz entschieden gesagt, wir wollen eben zu den führenden 1, 2 in Innovationsstaaten werden. Und sie haben uns eigentlich inzwischen verdrängt von dem Medaillenplatz bei der internationalen Innovationsolympiade. Wir waren immer so am dritten Platz. Und das ist gut, aber inzwischen hat China Deutschland überholt, was das Ranking bei den F&E-Ausgaben anbetrifft. China hat inzwischen auch Japan überholt und wir sind auf den 4. Platz abgerutscht. Das ist bei der Olympiade nicht so angenehm.
Aber wir haben weiterhin viele Stärken auf wichtigen Gebieten. Aber wir müssen genau beachten, wo China nach vorne drängt. Und das ist in dem ganzen Bereich der Digitalisierung, Informations- und Kommunikationstechnologie sehr stark der Fall. Und sie drängen gleichzeitig auch in unsere angestammten Domänen im Maschinenbau, auch in der Chemie und in vielen anderen Bereichen. Und wir müssen sehr sorgfältig darauf achten, wo haben wir Stärken und wo können wir im Wettbewerb mit China bestehen, genauso wie wir auch den Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten und anderen Ländern angehen müssen. Was würden Sie deutschen Unternehmen raten in der Kooperation mit chinesischen Unternehmen und tut deutsche Politik aus Ihrer Sicht genug in der Kooperation mit China? Ja, das spielt eine ganz große Rolle und inzwischen im internationalen Innovationswettbewerb sprechen wir ja von Co-Opetition, also Gleichzeitigkeit von Wettbewerb und Zusammenarbeit. Und man muss genau ausdifferenzieren, wo liegen die eigenen Stärken und wie arbeitet man mit anderen, mit chinesischen Firmen und Forschungseinrichtungen zusammen und kann eben arbeitsteilig vorgehen und gemeinsam eine Win-Win-Situation erarbeiten. Das ist genau die Challenge. Das ist genauso auch die Challenge für die Amerikaner und für alle anderen europäischen Staaten. Dann gehen wir von der Sicht mal der Wissenschaft jetzt zur Sicht der Unternehmen, der Praktikersicht. Herr Dr. Thomas Weber, Sie sind Chemiker, wurden Ende 2007 zum Geschäftsführer der BASF Future Business GmbH bestellt und sind jetzt seit 2012 Leiter der Einheit Innovation Management der BASF. Sie sind außerdem Mitglied im Beirat der Max-Planck-Innovation, die für den Technologietransfer bei der Max-Planck-Gesellschaft verantwortlich ist. Jetzt haben wir ja auch vorher schon von Herrn Deckers gehört über Innovationshemmnisse in den Unternehmen. Er hat adressiert, dass die Optimierung in vielen Unternehmen wichtiger sei als das Nachdenken über disruptive Innovationen. Jetzt sind ja Sie für die Innovationen auch bei BASF verantwortlich, für die Innovationskultur. Zum einen ist es bei Ihnen Chefsache, die Innovation. Innovationskultur und wie fordern Sie auch diese Innovationskultur in Ihrem Unternehmen ein von Ihren Mitarbeitern? Also erstmal möchte ich was richtigstellen. Ich bin nicht verantwortlich für eine Innovationskultur oder für die innovativen Ergebnisse oder Ideen, die rankommen. Da muss schlichtweg jeder Einzelne im Unternehmen für verantwortlich sein. Und das ist auch eine ganz wichtige Nachricht. Innovationskultur, ich persönlich denke, dass sie schlechter geredet wird, als dass sie tatsächlich ist. Selbstverständlich haben wir mit internen Hemmnissen zu tun oder auch mit externen. Wir sind häufig zu prozessorientiert. Die Bürokratie steht uns auch häufig im Wege. Nichtsdestotrotz muss man natürlich permanent überlegen, wie kann ich Kreativität, Innovationskraft in meinem täglichen Leben und in einem großen Unternehmen, denn häufig, das haben wir eben gehört, ist das für die mittelständischen Unternehmen essentiell, diese Kultur zu leben und die leben die auch. Und Fördermaßnahmen sind keine pauschalen Belobigungssysteme, sondern wirklich individuell den Einzelnen oder die Einzelne anzusprechen und zu ermutigen, da weiterzugehen. Und das geht durch die komplette Hierarchie. Das muss beim CEO anfangen und das geht runter bis auch dem Kunden, also nicht runter bis zum Kunden, also spätestens beim Kunden, den Erfolg zu erleben, dass man Geschäft machen kann. Jetzt sind Sie ja nun auch ein international aufgestellter Konzern. Erleben Sie denn tatsächlich Unterschiede in der Innovationskultur jetzt in Ihren deutschen Niederlassungen, im deutschen Hauptsitz zu Ihren auswärtigen Niederlassungen? Gibt es da auch dann Veränderungen, in denen Mitarbeiter häufiger wechseln jetzt, auch aus Deutschland rausgehen und wieder zurückkommen? Ist das Teil eines Plans bei Ihnen? Also generell erleben wir keine großen Unterschiede bei der Person als Einzelnen. Es gibt Vorteile, die beispielsweise
auch heute schon genannt worden sind, deutsche Tugenden sind. Eine sehr gründliche und solide Ausbildung, die finden wir nicht überall. Und da direkt Appell an die Politik, die darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Also Fachkräftesicherung und Qualität der Forschung von Hochschulen sind wichtiger als jede Form von Quantität. Ich sehe in einigen Ländern eine stärkere Zielorientierung, ein klares Ziel vor Augen, das möchte ich persönlich erreichen. Und entweder bieten Sie das dann als Industrieunternehmen dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin oder es verlässt das Unternehmen. Darf ich zu Ihnen kommen, Frau Professor Katharina Hölzle? Sie sind Lehrstuhlinhaberin am Lehrstuhl für Innovationsmanagement und Entrepreneurship an der Uni Potsdam. Sie haben nach Stationen bei Infineon, Capgemini und einem amerikanischen Start-up-Unternehmen 2008 in Berlin promoviert. Forschungsgebiete, unternehmerisches Denken und Handeln und eben insbesondere auch der Bereich Unternehmenskultur. Jetzt betrachten Sie das ganze Jahr mit Praxiserfahrung, aber doch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Die Ministerin hat vorher vor allem das Thema Innovationskultur angesprochen in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie beraten ja nun auch viele Unternehmen. Können Sie, nachdem wir jetzt etwas über BASF gehört haben, vielleicht dazu was sagen, auch im internationalen Vergleich? Ist es tatsächlich so, dass unsere ja sehr vielen, auch sehr erfolgreichen KMU hier ein besonderes Defizit haben? Und was raten Sie KMU, wenn Sie sie beraten? Also das würde ich rundweg ablehnen, dass wir da ein großes Defizit haben. Ich denke, wir haben einiges schon darüber gehört, wie gut es dem deutschen Mittelstand geht und wie viel wir auch davon lernen können. Natürlich gibt es Innovationsbarrieren. Ja, unser großer Vater im Innovationsmanagement, Jürgen Hauschild, hat mal gesagt, Innovationen sind im Zweifel nicht willkommen. Ja, kennen wir auch alle. Es muss sich was ändern. Insofern glaube ich, dass deutsche Unternehmen eigentlich eine ganz tolle Innovationskultur haben. Und da würde ich also Herrn Weber direkt beipflichten, weil wir ganz viel aus dem ziehen, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Trotzdem möchte ich Herrn Neugebauer, nicht mehr da, widersprechen, indem wir sagen, das ist alles ganz toll und wir sollten das auch gerne so lassen und wir machen irgendwie so weiter. Denn ich glaube, das funktioniert nicht und das ist das, was ich in anderen Ländern sehe. Und klar gucken wir immer gerne in die USA, aber wir gucken auch woanders hin. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist den Status quo in Frage zu stellen. Und das ist natürlich etwas, was einem mittelständischen Unternehmen im Odenwald manchmal nicht ganz so einfach fällt, ne? Weil einfach auch da so ein bisschen der Input fehlt. Von wem können wir denn aus Ihrer Sicht im internationalen Vergleich lernen? Von welchen Ländern und mit welchen Konzepten? Bei dem, was nicht so gut ist? Was nicht gut ist? Weil wir wollen doch von den Also bei dem, was lernen. Bei uns nicht gut ist. Ach so. Ja. Na gut, also einmal glaube ich, was ich gerade schon gesagt habe, den Status quo in Frage stellen. Herr Wessner hatte gerade schon gesagt, das Thema Scheitern zulassen, Fehler zulassen. Ein ganz großes Thema, was ich sehe, ist das Thema Teamkultur, im Team zu arbeiten. Und das finde ich, und jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Schwenk zur Hochschule, ganz faszinierend. Wir sehen im Moment, dass wir Schüler bekommen, die aus den Schulen kommen. Und da kann ich also Herrn Kauder komplett beipflichten. Die sind ganz toll und die sind gewohnt, in der Schule im Team zu arbeiten. Und dann kommen sie an die Hochschule und dann sitzen da 500 Studenten und vorne steht ein Professor und liest ganz klassisch noch vor. Und das sind die Leute, die wir dann teilweise in die Unternehmen entlassen. Und da haben wir ein ganz großes Defizit. Also klare Forderungen an die Hochschulen, mehr Teamarbeit statt Frontalunterricht sozusagen, das wäre ein Punkt. Ja, die Forderung an die Universitäten und die Forderung an die Politik ermöglicht es uns, gibt uns die Ressourcen, dass wir das können. Jetzt auch noch eine Frage an Sie. Ich habe vorher das Thema angesprochen, das Herrn Decker adressiert hat, das mir jetzt auch in meinem Alltag als Politiker immer wieder begegnet, nämlich das Verhältnis Optimierung, dass die deutschen Unternehmen sich sehr stark damit, sage ich mal, aufhalten, Prozesse zu optimieren und weniger darüber nachdenken, wie sie in 10 Jahren sozusagen noch ihr Geld verdienen. Beobachten Sie das auch und gibt es da ein Defizit bei kleinen mittelständischen Unternehmen? Einfach mangels Ressourcen, sage ich mal. Genau, also das ist eigentlich das zentrale Problem. Also wenn wir nochmal auf das Thema Innovationsbarrieren zu sprechen kommen, was sind eigentlich die klassischen Innovationsbarrieren? Wir haben keine Zeit, wir haben keine Mannschaft, wir haben kein Geld, ja, und trotzdem müssen wir es machen.
Und es ist tatsächlich so, die mittelständischen Unternehmen, die kleinen Unternehmen, die gehen im operativen Tagesgeschäft unter. Ja? Und da wirklich sich diese Scheibe rauszuschneiden und zu sagen, so, und jetzt haben wir entweder einen Mitarbeiter oder wir haben ein Team, was sich mit diesem Thema Zukunftsorientierung beschäftigt. Und wir haben dann auch ein Instrumentarium, wie man das machen kann. Und da würde ich auch wieder direkt Herrn Wessner beipflichten. Und ich denke, einige meiner Vorredner haben das auch schon gesagt. Wir haben an den Hochschulen, wir entwickeln oder wir denken über diese Methoden nach. Wir haben es aber bisher noch nicht gut genug geschafft, das in die Unternehmen reinzubringen. Ja, also gerade das einem Unternehmen wie Siemens zu erzählen, ist einfach. Die haben auch Ressourcen dafür. Aber wenn ich dann mit einem Mittelständler spreche, der sagt, ey, und wann soll ich das noch machen? Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial, dass wir da tatsächlich, Sie hatten es gesagt, sehr viel enger kooperieren. Herzlichen Dank. Professor Wessner, aus dem vielen Richtigen und Wichtigen, was Sie gesagt haben, jetzt natürlich Aspekte herauszugreifen, ist sehr schwierig. Aber zwei Punkte, die Ihnen besonders wichtig waren, und dafür sind Sie auch in Ihrem Lehrstudio auch tätig und international beratend tätig, das Thema Anschubfinanzierung für junge Unternehmen, Start-ups. Und Sie haben es ja gesagt, das spezielle Problem auch der Seed-Finanzierung, also nach dem Death Valley sozusagen. Sie haben sich ja jetzt auch mit der Situation in Deutschland beschäftigt, haben am Schluss das kurz adressiert, dass Sie Handlungsbedarf sehen. Das ist ja meine erste Frage. Wo genau und wie müsste ein deutsches Gesetz, unsere deutsche Gesetzgebung geändert werden in diesem Punkt? Wir sind ja gerade in der Diskussion, damit wir hier vorankommen. Und das zweite Thema, das Sie stark adressiert haben, ist die Kommerzialisierung auch von universitären Ideen, sage ich mal. Also auch das Thema auch private Finanzierung an den Hochschulen. Da besteht ja bei uns immer etwas die Sorge, dass dann auch der Einfluss zu groß wird auf die Wissenschaftsfreiheit. Wir haben im Vorfeld kurz über diesen Punkt gesprochen. Vielleicht können Sie zu diesen zwei Aspekten noch mal etwas ausführen. You know, I hear that concern about the research and influencing the freedom of research. I mean, actually, they're free to do the research you want. And in my long experience in getting public and private funding at the National Academies of Sciences, I found that no company at any time in any way tried to influence our research. And I could not say that about any of the public authorities. So the Department of Energy wanted the outcome they wanted. The companies were much more open. They buy in. Let me be a little aggressive here. Do you really think MIT does shoddy work? They get lots of private money. I mean, hello? Maybe you should provide public funds to all your soccer teams, you know, and, you know, have them compete, you know, and allocate it by region rather than having the best team winning. So I'm serious. I think it's just blown out of proportion. It's not real. There are people in your country who I think are somewhat to the left of your party who don't like private enterprise a whole lot. They use the theory that in the basement of the government there is a big stack of money which should be distributed. Some of you understand that that has to come from wealth creation by companies. And one of the ways you do that is by teaming. I think the teaming point. And you know, when I first studied in France at Sciences Po and at the Sorbonne, but particularly, I was just appalled. We were used to talking with our professors. The idea that he would come in and read from his book, I mean, in any case, you get the reaction. But in concrete terms, you change the incentives. A quick story. In 1980 at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, if Professor Zeisman was, who actually exists, but he's in Berkeley, but was started to work with industry, the dean would come over, put his arm around him, and say, you know, John, that's really not the right thing. Do your publications. We're a university. We passed the Bayh-Dole law and the SBIR program, and now, fast forward 20 years, just 20 years, and the dean comes and says, John, that's a great, that publication, that's really good, but now, how is your commercialization coming? Have you applied to the SBIR program? Can we help you? Do you have any seed? So it's, you know, it's a completely changed environment, and you change that, and the key thing here is not only do you have the public policy framework, but you have the leadership. You know, you have to avoid that situation. I won't name the university, but we're waiting for a positive change, and
The rector had trouble getting elected, and he said, the best way to get elected in the university is to promise to change nothing. You know, and what you actually need are change agents in the university to get them to understand that there is another way of doing this. And I want to press, there is no trade-off between basic research, peer-reviewed research, and working with industry. Industry has great questions. And the irony is that great questions that would get your students hired. And so, you know, I just want industry actually to pay for this interaction in a positive way. Darf ich gerade darauf antworten? Ja, sehr gerne. Also ich fand das Beispiel Investition in ein Fußballteam hervorragend. Und die Frage ist, was würde passieren, wenn das in Deutschland stattfindet? Wenn jemand in ein Fußballteam investiert, wird sofort gesagt, ich nehme jetzt mal Industrie, oh, Werbeträger gut, funktioniert. Wenn wir das Gleiche als Industrie mit einer Hochschule machen, kommt in der Öffentlichkeit eine Industrie, kauft sich die Meinung der Hochschule, sie reduziert damit die Freiheit von Wissenschaft und Forschung und die Politik, die dann in der auf die Öffentlichkeit reagiert, macht Transparenzgesetze und zwingt damit die Industrie praktisch auf eine Stärke von Deutschland, nämlich die Grundlagenforschung verbunden mit der Anwendungsforschung und verbunden mit der industriellen Forschung zu unterlaufen. Ein hervorragendes Beispiel. Wir als Industrie werden potenziell bestraft oder im Zweifelsfall gehindert, diese Förderung auch ein Stück weit vorzunehmen. Und gleichzeitig bekommen wir natürlich den Vorwurf, dass wir käuflich sind. Ja, unsere Forschung ist nicht unabhängig, wir werden gekauft von den Unternehmen. Das geht ja gar nicht. Gut, also stärkere Kooperation von Hochschulen und Unternehmen, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen setzen, keine Negativanreize, das hatten Sie absolut auch im Vorfeld adressiert. Ja. Herr Geribatze, ich versuche schon langsam in die Schlussrunde einzubiegen, die Reihen lichten sich etwas und wir sind auch schon über dem Zeitplan. Wenn ich Sie nochmal fragen darf vor dem Hintergrund unserer Leitfragen, wo sehen Sie die Stellschrauben, auch vor dem Hintergrund, was jetzt Professor Wessen hier vorgetragen hat, für die deutsche Politik, was sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen? Wir haben es gerade gehört, Teamfähigkeit an den Hochschulen, die Kooperation verbessern, Wagniskapital. Wo sind Ihre zwei wichtigsten Punkte, die Sie adressieren würden an die deutsche Politik, an die CDU-CSU-Fraktion, die ja hier auch noch mit einigen Abgeordneten und Kollegen vertreten? Also ich sehe zwei große Themenblöcke. Das eine ist die Wirtschaft, die finanziert 2/3 der F&E-Investition und dann aber auch die Forschungspolitik und die öffentliche Forschung. Und in beiden haben wir nach wie vor ein großes Strukturproblem. Und in der Wirtschaft ist es so, dass, wenn man sich anschaut, wie sind die F&E-Investitionen verteilt, 2/3 sind nach wie vor konzentriert auf die traditionellen Sektoren, angefangen Automobilindustrie. Die Automobilindustrie bündelt seit Jahren auf sich 1/3 der gesamten Investitionen der Wirtschaft und davon wieder einen wesentlichen Teil in der letzten Zeit für Emissionskontrolle und Clean Diesel. Und das kann ganz schnell ein großes Risiko werden. Wenn jetzt, ich hoffe, das ist nur Tagesgeschäft und geht vorüber, aber wenn Clean Diesel Dirty Diesel wird plötzlich, und da hat Deutschland und die deutschen Unternehmen sehr viel drauf konzentriert, dann ist das ein sehr riskantes Unterfangen. Und dann die anderen traditionellen Sektoren, die eher in der mittleren Technologie sind. Wir sind stark in der mittleren Technologie, aber eben mittelmäßig in der Spitzentechnologie. Und da müssen wir ansetzen. Und diese Umstrukturierung in der Wirtschaft von den F&E-Geldern und Neuausrichtung des Portfolios, die passiert viel zu langsam und das wiederum hängt zusammen mit dem Nicht-Funktionieren der Innovationsfinanzierung. Und da ist wiederum das Problem der Politik. Wir haben mehrere Baustellen in der öffentlichen Landschaft. Wir haben
ein einigermaßen oder gut funktionierendes öffentliches Forschungssystem. Aber wir haben sehr viele Entwicklungen, die wir nicht auf die Straße bringen. Und der Transfer funktioniert nicht. Und der Anschluss, es werden viele Themen in der öffentlichen Forschung gemacht, wo es dann nicht die Folgeentwicklung in Deutschland gibt. Und die viele Institute gehen dann ins Ausland oder die Forscher gehen ins Ausland. Und das darf nicht sein. Und das wiederum hängt zusammen mit der Fragestellung, wie sieht die Innovationsfinanzierung aus? Und das sind zwei Themen, die die Politik unbedingt adressieren müsste. Und die werden hier in diesem Kreis, und wir sind ja im Deutschen Bundestag, schon seit Jahren diskutiert. Das ist praktisch ähnlich wie die Gesundheitsreform von Obama. Es zieht sich ewig lange hin und wird zu Tode diskutiert. Aber die steuerliche Innovationsförderung, die die wirtschaftliche Innovation stark voranbringen würde, und gleichzeitig die Neuausrichtung der Innovationsfinanzierung wird hier im Bundestag schon, ich kenne das, seit dem Koalitionsvertrag von 2009 diskutiert und es hat sich zu wenig getan bisher. Ja, herzlichen Dank. Beim Thema Wagnisfinanzierung sind wir, glaube ich, auf der Zielgeraden. Steuerliche F&E wird ein Thema bleiben, da müssen wir ehrlich sein. Das erste Thema, das Sie adressiert haben, ist eigentlich ein Thema für das High-Tech-Forum, eigentlich für einen Foresight-Prozess auch im Rahmen der Innovationspolitik. Aber vielen Dank, dass Sie das auch nochmal so klar adressiert haben, dass wir uns auch über die Sektoren nochmal Gedanken machen müssen, wo Kapital auch dann hinfließt. Dr. Weber, Sie mit Ihren zwei Punkten jetzt, Forderungen an die deutsche Politik. Meine Hauptforderung ist, die deutsche Politik muss mal aufs Gaspedal treten. Denn alles das, was wir tun und wenn wir nicht aufs Gas treten, heißt es bremsen. Und dann spüren wir irgendwann nicht mehr den Atem des Dragon in unserem Knick, sondern dann laufen wir nur noch hinter ihm her. Heißt, Sie haben es schon erwähnt, ganz klar, steuerliche Forschungsförderung und Investition auch in die Qualität der Forschung. Nicht Quantität zählt, sondern Qualität schafft uns den dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Das sind meine beiden Forderungen. Und jede weitere Bürokratie, die dann anschließend wieder das Gaspedal hemmt, was es durchzutreten gilt, ist natürlich hinderlich. Ja, herzlichen Dank, Herr Weber. Das hat ja auch nochmal teilweise das aufgegriffen, was im ersten Panel Thema war. Frau Professor Hölz. Als erstes wäre mein Wunsch, unternehmerisches Denken und Handeln weiter fördern. Ich glaube, wir haben da schon einen weiten Weg gemacht und ich merke, dass sehr viel passiert, gerade sicherlich hier im Berlin-Brandenburger Umfeld, aber auch im Rest der Republik. Und das heißt, unternehmerisches Denken und Handeln, unsere Kinder ermutigen, dass sie Risiken eingehen, sie dabei unterstützen, dass sie das dürfen, sie in Universitäten, in Fachhochschulen, in Ausbildungen bringen, wo sie sich ausprobieren dürfen, wo sie aber auch die Möglichkeit haben, in kleineren Gruppen das miteinander zu lernen. Und zweites Thema, und jetzt versuche ich das noch ein bisschen anders als meine Vorredner zu formulieren, es geht aber genau in dieselbe Richtung. Lasst uns als Hochschulen, als Forschungseinrichtungen mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Ermöglicht es uns, dass das schnell und problemlos möglich ist, dass es nicht gleich anrüchig ist, denn ich glaube, Sie und wir wollen dasselbe. Wir wollen es zum Wohl des Staates, unserer Gesellschaft tun und da einfach entsprechend die Rahmenbedingungen schaffen, beziehungsweise dann vielleicht auch einfach, und ich fand, Professor Wessner hatte großartige Ideen, sei es jetzt ein unternehmerischer Urlaub, dass also wir als Hochschulangehörigen oder Sie als Parlamentarier mal Unternehmensluft schnuppern oder dass wir einfach kleine Töpfe haben, um dann beispielsweise mit mittelständischen Unternehmen Forschungsprojekte durchzuführen. Gut, auch mit den zwei Punkten rennen Sie eigentlich offene Türen ein, unternehmerisches Denken. Die Frage ist immer, wie konkret schafft man es? Dann sind natürlich auch die Länder gefragt, die die Bildungspolitik machen. Aber die Punkte sind natürlich genau das, was uns auch schon beschäftigt. Da brauchen wir dann länger, um darüber zu sprechen. Herzlichen Dank. Professor Wessner, Sie haben sozusagen das letzte Wort mit nochmal Ihren beiden wichtigsten Punkten, wenn Sie jetzt aus amerikanischer Sicht auf Deutschland blicken.
nochmal die zwei Punkte, die aus Ihrer Sicht die wichtigsten wären, die wir hier in Deutschland verbessern müssten. Well, keep in mind, I'm just a friend. I have no demands. I would note that BASF has 27 research sites in the United States. They're investing $1 billion each year over the next 5 years in the United States. So I'd respectfully submit that suggests there's not only a market interest, but they're interested in the research potential. The cooperating with companies is transparent. Universities discuss it, argue about it, strangely enough, and then they accept it. When Gordon and Betty Moore, the founder of Intel Foundation, builds a center for physics research at Stanford, what possible commercial connection is that, except that maybe long after they're dead, we'll have good physicists? You know, I mean, that's what they do. And I would again say, can anyone identify a problem that has appeared from this type of cooperation in the US? And there have been some, and we address them in a transparent way. In the National Academy of Sciences, when we recruit committees to give policy advice to the government, people always want to get unbiased people. But if you work there, the joke is, if they're completely unbiased, it's because they don't know anything at all about the topic. So what you do is you have them spell out what the different biases are, and then you take account of that. What I would suggest is what you really need is the speed. I mean, everyone talks about how fast the world is changing. All the CEOs come and tell you how fast it is changing. And could I just use an example from Sweden where they tell you in March that this is really important for the future of the country. So I think right after the vacations, we'll take a good look at this. You know, the Chinese have already implemented something. I mean, I'm dead serious about this. I proposed an SBR-type program in Taiwan, and at the end of the week, the minister's assistant came and said, we're going to do it. I mean, they met, they talked about it, and no, it takes time to implement, but it was just up or down, and off you go. So I seriously think that delay and over-examination coupled with the accounting culture, let me just leave you with this thought for the Bundestag. In the US, if it's not specifically illegal, it's allowed. And here, if it's not specifically allowed, it's illegal. So. Ja, herzlichen Dank, Professor Wessner. Das Thema Tempo wurde nochmal adressiert, Geschwindigkeit. Da ist sicherlich ein Punkt, wo wir an uns arbeiten müssen, wo wir an den Verfahren, an den Prozessen arbeiten müssen. Haben wir auch gehört, dass die Unternehmen da vielleicht beim Thema Risikobereitschaft auch noch etwas auch schneller werden müssen. Da fand ich das spannend, was Herr Decker sagte, dass man in Amerika vielleicht schon bei 80% Erfolgswahrscheinlichkeit anfängt umzusetzen und hier die 99% erwartet. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für die deutschen Unternehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich in diesem zweiten Panel für Ihre Mitwirkung, dass Sie da waren und hoffe, wir konnten auch für das Publikum einiges extrahieren, was wichtig ist, was uns auch unserer politischen Arbeit hilft. Jetzt darf ich nochmal dem Michael Kretschmer das Wort geben für ein Schlusswort. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für diese interessante Diskussion. Und ich hoffe, Sie hatten Freude nicht nur an diesem besonderen Ort, sondern auch an den interessanten Gesprächspartnern und an den Anregungen. Für uns war das eine ganz großartige Veranstaltung, ein großer Erfolg. Viele Hausaufgaben, die wir mitnehmen. Und da es ganz viele Kollegen gibt, das ist auch eine Seltenheit, dass bei so einer Veranstaltung so eine hohe Anzahl von Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aus der Fraktion, nicht nur aus unserem Ausschuss für Bildung und Forschung, sondern auch Wirtschaftspolitiker, Kollegen aus dem Haushaltsausschuss, andere, die sich dafür interessiert haben, da waren, besteht eine große Chance, dass die Dinge jetzt auch umgesetzt waren, dass also Ihr Besuch nicht nur eine nette Geste und viele Anregungen waren, sondern auch tatsächlich Deutschland etwas nutzt. Herzlichen Dank. Wir wollen mit Ihnen auch weiter im Gespräch bleiben. Wir wollen zuhören und neue Ideen aufnehmen und sie dann aber auch mit ganzer Kraft umsetzen. Herzlichen Dank, dass Sie uns dabei helfen. Dankeschön.